Moin und Mädel, ihr Lieben. Ja, ich habe mir gedacht, was machen wir als nächstes? Irgendwie hat man die ganzen Classics ja alle schon gesehen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal oder wir gehen einfach mal da weiter, wo wir auch mal aufgehört haben bei den Discord-Leaks. Wir haben uns ja mal die 12-Stunden-Version vom lieben Demon reingezogen. Über 2 Jahre hinweg. Da gibt es ein paar Aufnahmen. Und er hat ja noch mehr rausgehauen. Die gehen ja nicht alle 12 Stunden, aber alle so bummelig 1 Stunde, 2 mal 3. Und es gibt auch ein paar wenige, die nicht so lang sind, aber gut. Alles auf dem Odyssey-Kanal vom Demon kann man sich die nachhören. Denn auf YouTube wurde er leider des Öfteren schon gesperrt. YouTube ist halt ein Hater. Für Hater. Ja. Naja. Wir fangen an, würde ich sagen, ganz einfach. Und zwar chronologisch mit dem Discord-Leak, der am frühesten rausgekommen ist. Neben den 2017er und 18er Compilations, die 12-Stunden-Version. 18. August 2020. Na, da fangen wir an. Und dann schauen wir mal, gehen wir vielleicht alle Discord-Aufnahmen einmal durch von den Tagen an. Denn er hat sie ja alle so wunderbar beschriftet, sodass das eigentlich kein Problem sein sollte. Ich habe natürlich auch ein bisschen in der Drachenchronik geschaut, was ist da passiert. Im August 2020, einen Tag zuvor, hatte Rainerle seine Hauswand bemalt mit diesem wunderschönen Unbesiegt auf ewig. Ne? Kennt ihr alle. Da fehlt noch das kleine E obendran. Aber das wird dann irgendwann nachgereicht vom Drachen. Ja, schön. Ne? Wenn man das noch sieht, so hat diese schönen alten Bilder von der Schanze. Naja, gut. Egal. Ich würde mal sagen, wir reden gar nicht groß drum rum. Wir beginnen mit dem Leak. Ich weiß auch gar nicht, ob es spannend wird. Also das war ja bei 2017, 2018 auch nicht so, aber wir hören einfach durch. Und Rainerle ist schon gestresst. Ich fahre mit dem Laster schneller als die LKWs hier. Ja, ich glaube auch. Ah, ich Was? glaube übrigens, ich habe jetzt. Moment. Was? Ich denke mal, Rainer, das spielt ein Spiel, ne? Den richtigen Laster gefunden. Den ich vorhin, wo wir gestern mal drüber gesprochen haben. Okay, ich gehe mal davon aus, Rainer, das spielt ein Spiel. Ich tippe auf Forza? Nee, da spielen wir ja keine LKWs, ne? Vielleicht GTA, das hat er ja auch ziemlich lange gespielt. Ist ein Laster? Laster ist doch genau dasselbe wie ein LKW. Also ich würde zu beidem Laster sagen und zu beidem LKW. Ist für mich ein und dasselbe. Oder, na gut, vielleicht, ein Laster hat vielleicht noch eine Ladefläche, ja. Gut, wenn ich so tatsächlich drüber nachdenke, ein Laster hätte für mich auch eher eine Ladefläche. Achso. Ach, Asok. Was meinst du? Ich habe kurz nicht zugehört. Ich sagte, ich glaube, den Laster, wo wir gestern drüber gesprochen haben, ne? Weißt du, was ich meine? Ich glaube, Ja. so einen fahre ich gerade. Ja, okay. Du hast gemeint, so einer mit Pisswasser Ja, drauf. ich komm später und dann können wir zocken. Ja, nee, du hast ja gemeint, das ist einer, wo Pisswasser draufsteht, ne? Das ist so einer, nämlich gerade, den ich hier fahre. Ja, genau. Kirito, was treibst du? Ich mache gerade Mittagspause. Mittagspause. Sehr, sehr. Was? Ich höre es. Was gibt's denn Schönes? Reis mit Macadamia-Nüssen, Linsen und Sojasauce. Wieso ist er in seiner
Mittagspause, also ist mit einem S, in diesem Discord. Hm. Alter, der lässt sich richtig gut gehen. Das klingt ja echt sehr lecker, ey. Eine Bowl. Immer Bowl. Ganz ehrlich, ich owne mich jetzt mal. Ich oute mich jetzt mal, meine ich. Ownen, genau. Ich own mich mal. Ich habe noch nie im Leben, glaube zumindest, ich habe noch nie im Leben Macadamia-Nüsse gegessen. Was? Boah, Alter. Krass. Das sind die geilsten Nüsse, die es gibt, Mann. Noch nie gegessen, glaube ich jedenfalls. Jedenfalls nicht bewusst. Mhm. Ach, Rainer, du hast auch nie gelebt, ey. Aber das kann gar nicht sein, dass es die geilsten Nüsse sind, die es gibt. Sind schon nicht Nüsse, die es gibt, sind nämlich Haselnüsse. Nein, das sind so Allerweltsnüsse. Wenn wir jetzt von richtigen Nüssen reden, Para- oder Pekannüsse, die sind schon ziemlich nice. Und wenn man halt so von, was man im Allerweltsmund Nüsse nennt, hätte ich jetzt gesagt Pistazien. Oder Cashewkerne. Aber das sind halt keine richtigen Nüsse. Das ist halt, Cashewkerne sind halt Kerne. Und, Pistazien gehören, glaube ich, zur Steinfrucht tatsächlich. Die sind halt keine richtigen Nüsse. Aber Haselnüsse doch nicht. Also gebe ich mir auch, aber das sind doch nicht die geilsten Nüsse überhaupt. Das ist halt, nee. Ich dachte, jetzt kommt deine Nüsse. Ja, das dachte ich auch. Ah, das ist auch wirklich dieses Niveau von diesem Discord. Da hat Reinhard sich wirklich Leute rangesucht. Na gut. Man muss wahrscheinlich auch irgendwie auf einem Level sein mit diesem Menschen, um das aushalten zu können. Also so ein kleines bisschen, ne? Jetzt nichts gegen Demon. Er hat das ja jahrelang ausgehalten. Aber hat dann jetzt ja auch geliefert. Aber ich glaube, da kriegt man psychisch Probleme. Nein. Alter, wie pervers seid ihr denn? Nein, so meine Haselnüsse sind, Haselnüsse sind, ja, meine sind ja nicht mehr Haselnüsse, meine sind ja mindestens Walnüsse, Minimum. Wobei, das sind ja schon eher Kokosnüsse in meinem Fall. Haselnüsse sind so die geilsten eigentlich, finde ich. Gibt nichts Geileres als Haselnüsse. Was? Ja? Was ist? Man hat dich nicht verstanden. Nee, hol dir mal, wenn du einkaufen gehst, hol dir mal einfach einen Beutel Macadamia-Nüsse, dann wirst du das wohl sehen, dass die richtig, richtig geil sind. Muss man die richtig knacken oder sind die schon offen oder wie ist denn das? Die sind schon offen. Okay. Wie kann man eigentlich so weltfremd sein? Wie kann dieser Mensch noch nie Macadamia-Nüsse gesehen haben? Also, verstehe ich nicht. Muss ich mal schauen. Und du bist ziemlich abgehackt und leise. Zumindest bei mir. Ja, sorry. Ich ziehe mir gerade meine ekelerregende Sklavenuniform an. Ach so. Weil ich ja los muss. Was? Deswegen war ich nicht direkt am Gerät nah dran. Ach so. Okay. So, ich verabschiede mich auch. Ich muss jetzt leider für den Satan ein paar Bleche knicken gehen. Viel Erfolg. Ciao. Ja, schmeißen ein paar Hater mit ein. Ja, alles klar. Okay, habe ich jetzt irgendwie nicht so verstanden. Was muss er machen? Für den Satan ein paar Bleche? Egal. Drachi-Humor. Ciao. Ciao. So, ich werde jetzt gerade ordentlich Kohle machen, ey. Wenn es im echten Leben so einfach wäre, Mann. Wobei ist es vielleicht? Wenn man Verbrecher ist, geht es vielleicht sogar so einfach. Kannst du eine Bank überfallen? Naja, wie war das mit dem Base God? Wie viel Kohle hat er gemacht in der Woche? Keine Ahnung. Der hat auch irgendwie 10.000 oder so gemacht, glaube ich, in der Woche. Wohlgemerkt in der Woche. Krass. Ja, allerdings sitzt er dafür auch ganz schön lange und von der Kohle hat er auch nichts. Ja, dann lohnt sich das nicht, ne? Naja, nur deswegen, weil er erwischt wurde halt, ne?
Darf er sowas dann, ich weiß nicht, wie läuft das bei Strafe? Ich glaube nicht, dass er das, ich glaube nicht, dass er das davon ist. Von der Kohle werden wahrscheinlich die Anwälte, das Gericht und natürlich die Geschädigten. Weil das Geld, was er da benutzt hat, ist ja zum Teil nicht von sich gekommen, sondern es ist ja zum Teil aus geklauten Kreditkarten und zum Scheiß gewesen. Boah, und da hat er ja tausende von Leuten beschissen, um mehrere hundert oder mehrere tausend oder manche sogar mehrere 10.000 Euro. Und ich gehe mal stark davon aus, dass die Geschädigten da das Geld kriegen halt, ne? Da kommt ja auch Amazon dazu. Amazon ist ja auch geschädigt. Ja, Amazon wird es gerade so verkraften können. Und was weiß ich alles, also... Ja, wenn er ein bisschen intelligent ist, hat das Geld, bevor er verhaftet worden ist, auf die Seite geschafft und hat dann was, wenn er wieder rauskommt. Also ich persönlich denke, dass er mit Sicherheit ein bisschen was zur Seite geschafft hat. Die Frage ist letzten Endes nur, hat er es wirklich so zur Seite geschafft, dass man es nicht findet, oder hat er es so zur Seite geschafft, dass es gefunden wurde? Das ist halt die Frage eigentlich letzten Endes. Wie lange ist denn der Typ im Knast? Weiß man das irgendwie? Soweit ich weiß, ist er inzwischen wieder raus. Aber der war fast 4 Jahre oder 5 Jahre gesessen. Ja, dafür muss man ja echt schon was machen in Deutschland. Ich meine, das ist ja... Ja, der hat ich glaube, insgesamt mehrere... Ich glaube, der hat mehrere 100.000 Euro... da hat die Leute ja mehrere 100.000 Euro beschissen, wenn ich das richtig weiß gerade. Das ist krass, ey. Aber ist ohne Garantie, was ich gerade sage, weil ich weiß es jetzt auch nicht hundertprozentig, ob das stimmt, was ich sage. Also ich finde, also für so Steuer... oder so Betrug, da kommt man ja schnell in den Knast, ne? Das ist ja. Geht das flott, also das ist ganz schnell, ja. Ich also manchmal, wenn man irgendwie liest... Amazon können sie ruhig bescheißen, die hinterziehen ja eh Milliarden von Euros an Steuern. Wer? Ja. Amazon, Apple, Microsoft, alle. Ja gut, du musst sagen, weil die sind... Ja. Ach, ja, gut. Amerikanischen Firmen, ne? Da läuft die ganze Geschichte noch ein bisschen anders. Erstens haben die komplett andere Art von Steuersystem, deswegen ist das ein bisschen schwierig. Nee, die müssen. Das hat doch damit nichts zu tun, Reinalde. Das hat doch damit nichts zu tun. Es kommt doch auch darauf an, wo du deinen Umsatz tätigst. Der Umsatz, der hier in Deutschland generiert wird, durch Bestellungen oder durch Einkäufe, ne, der sollte ja auch hier dann versteuert werden. So wie ich es ja auch mache. Ich verdiene hier Geld, ne? In Deutschland, ich muss das auch hier versteuern. Ich kann mir ja auch nicht einfach aussuchen, ja gut, ich mache hier mein Geld, aber versteuern möchte ich das bitte irgendwo in Paraguay. Oder was, ich weiß gar nicht, wo gerade das Steuerparadies ist zurzeit. Ich glaube, es gab mal dieses System, dass eine Firma irgendwie in den USA war und dann über die Niederlande eine Tochterfirma hatte und dann das Geld irgendwo... in den USA versteuert hatte. Ach, das war so ein ganz komisches Sandwich-System. Ganz merkwürdig. Aber wie gesagt, das kann ich mir doch nicht aussuchen. Da, wo der Umsatz generiert wird, da wird auch versteuert. So wie bei dir, Reinalde, ne? Eigentlich müsstest du auch hier in Deutschland deine Steuern zahlen. Aber du hast ja immer gesagt, nee, stimmt ja gar nicht. Ich verdiene mein Geld ja in den USA über YouTube. Denn da laufen dann ja auch meine Steuern auf. Nein. Leider nicht. Hier in Europa auch Steuern zahlen. Aber ja, ich weiß. In Luxemburg haben wurde nur 0,2% Steuern zahlen. Ich weiß. Amazon macht das nur bei Irland, oder? Deswegen sage ich ja. Das ist das, was ich gemeint habe. Dadurch, dass das keine deutschen Firmen sind und die nicht an deutsche Gesetze gebunden sind. Oh, wieso... Nur weil das keine deutsche Firmen sind, sind die nicht an deutsche Gesetze gebunden? Was ist denn das für ein Schwachsinn schon wieder? Ist das da ein bisschen eine andere Hausnummer? Da machen die das einfach so, dass die sich in einem Land anmelden, wo sie halt andere Steuersätze zahlen müssen. Das habe ich ja gemeint damit. Das Problem ist halt, dass okay. Das legal ist, ne? Also insofern ist ja. Auch keine Steuerhinterziehung. Stimmt. Deswegen ist es auch mit YouTube. Wenn du YouTuber bist, macht es deswegen genauso ein paar Sachen. Nein. Okay. Sind deswegen manche irgendwie auf Madeira, wie Unge oder so? Hat das einen steuerrechtlichen Hintergrund dann? Ja, natürlich hat das einen steuerrechtlichen Hintergrund, dass die auf Madeira sind. Ne? Aber warum sollten die nach Madeira ziehen? Jetzt mal ganz doof gefragt, Reinalde. Warum sollten die nach Madeira ziehen, wenn der Standort ja sowieso egal ist? Wenn da das Geld über YouTube versteuert wird? Es ergibt doch gar keinen Sinn.
Ne? Ich weiß nicht, ob das einen steuerlichen Hintergrund hat. Doch, ja, natürlich. Kann aber gut möglich sein. Zollfreie Zone auf Madeira. Oder wie heißt der eine? Simon Destio, der nach Dubai gezogen ist. Da haben die auch ganz niedrige Steuersätze, ne? Ja, Dubai ist sowieso nochmal so eine Hausnummer. Mhm. Aber es ist generell, auch wenn du in Deutschland lebst, aufgrund dessen, dass YouTube in die USA ist, hast du da, weiß trotzdem kein Schwein, wie das so steuerrechtlich wirklich geklärt wird. Also selbst da, selbst wenn du in Deutschland lebst, hast du da... Ach, halt's mal. Oh, das wollte ich auch gerade sagen. Oh, danke schön. Oh, wir haben beide dasselbe gedacht. Der Kollege da im Discord, das ist wirklich rein, also wirklich. Wunderschön, wunderschön. Ja, Reinalde, genau. Keiner hier in Deutschland weiß, wie das Steuersystem funktioniert. Aber ja, ich gebe zu, es ist kompliziert. Und auch gewollt kompliziert gemacht irgendwie, ne? Es ist halt bescheuert, klar. Aber irgendwie brauchen anscheinend Steuerberater und alles Mögliche auch ihre Existenzberechtigung, ne? So ist es nun mal. Nee, wie wär's, wenn du das mal umsetzt? Oh, klasse. Das war schon ein kleiner Highlight. Aber eigentlich ist das doch schlau von der Schweiz oder Dubai, dass wir reiche Leute, sag ich mal, interessant machen. Dadurch wohnen die reichen Leute da und geben da auch ihr Geld aus. Eigentlich ist das schlau. Sehr schlau. Schon, ja. Ich bin erstmal weg. Bis dann. Bis dann. Ciao. Und auch so sozial. Ne? Und fair. Ich werde mir als nächstes irgendwie ein Ding kaufen. Ding? Ein Jetski oder so ein Scheiß. Jetski. Ach, Rainer. Oh, für die Aurach oder was? Ach nee, er meint wahrscheinlich in seinem Spiel, was er da die ganze Zeit nebenbei macht, ne? Aber das würde ich, ach, das wäre ja. Ich habe auch letztens den Kommentar von Rainer, dass er sich wieder ein Moped holen wollte. Oh, das hätte ich ja auch gefeiert. Reinerle auf dem Moped. Oh, und Reinerle auf dem Jetski? Das ist Kopfkino vom Feinsten. Kann man sich eigentlich einen Jetski kaufen, wenn man bloß einen, weiß das jemand? Wenn man bloß ein Ding hat? Redet er jetzt doch nicht von dem Spiel? Meint er jetzt wirklich ein Jetski im realen Leben? Redet er jetzt gerade von einem Führerschein für ein Jetski oder was? Na, wie heißt das? Ding. Führerschein? Nee. Er ist genauso verwirrt wie ich. Also ich glaube... In-game meine ich. Ah, okay, doch, in-game. Nur mal so nebenbei, ich glaube, für einen Jetski braucht man tatsächlich im realen Leben einen Sportbootführerschein. Glaube ich. Ne? Gefährliches Halbwissen, aber ich meine, das kann man nicht so einfach so fahren. Zumindest in Deutschland. Gibt ja in ganz vielen anderen Ländern, kann man sich die Dinger ja einfach mal so ausleihen. Geht ja. Kann man sich da einen Jetski kaufen, wenn man bloß eine normale Garage hat? Müsste eigentlich. Gute Frage. Ja, oder muss man sich dafür extra in einem Boot werfst oder so einen Scheiß kaufen? Ich glaub nicht, ne. Wird ausprobiert. Naja, spätestens dann, wenn ich es probiere, heißt es ja sowieso, aus dem Boot. Ja. Alter, reden wir jetzt gerade über ein Spiel oder im Real Life? Über Game reden wir gerade, ja. Geht ja. Ja. Ich sag mir so, hey, wo ist deine scheiß Garage und fertig? Die Scheiße kaufen. Ja, ja. Ja, stimmt. Könnte man tatsächlich ein bisschen verwirrt sein, wenn man Reinerle über seine Garage redet, ne? Aber ja. Ja, im echten Leben ist natürlich eine andere Hausnummer, ne? Ah ja, es geht, okay, nice. Nice. Wo steht der dann? Also wie kommt man dorthin? Was man denn anfordern? Wie die Hubschrauber oder? Mit Pegasus soll ich das anscheinend anfordern. Pegasus? Ah, ja, okay. Dann kommt er einfach so. Ach, okay. Die werden also irgendwo zwischengelagert. Wie fühlt man sich denn so ganz alleine unter Hedern, wenn man keinen einzigen Freund mehr hat und nicht mal das Haus verlassen kann? Keine Ahnung, sag du mir. Ist das nicht die, wie nennt Rainer sie immer, die Kreischhenne? Ne?
Ich meine ja, ne? Das war hier, wie heißt sie denn nochmal? Christine Janine? Nee. Ach, mir fällt es gleich wieder ein, glaube ich. Nein, ich wollte noch was sagen. Zu spät. Sagst du dir da einfach gar nichts, das lohnt sich nicht. Man wollte sich fragen, ob sie dich schon mal Nutella auf die Muschi geschmiert hat. Ach, du ekelhaftes. Das ist... Wie gesagt, man muss bestimmt so ein, das Niveau vom Drachen haben, ne, von Reinhard, um da in diesem Discord Best Friend mit ihm zu sein. witzig. Sollte sie mal ausprobieren, wird sie und ihre Hunde vielleicht freuen. Ich kenne den Spruch nur mit Erdnussbutter. Ja. Ich glaube, Hunde dürfen kein Nutella essen, glaube ich. Ja, da verrecken die Hunde leider. Schokolade ist böse. Ist bei Katzen auch so, die dürfen das auch nicht. Katzen weiß ich nicht. Unter den Leuten, die hier immer so Scheiße labern, sind ja verdammt viele Frauen dabei. Irgendwie, das hätte ich gar nicht gedacht. Na. Das kommt vielleicht auch daher, dass Reinhard sich diese Leute selber heranzüchtet. Auch Frauen. Ne? Weil jedes Mal, wenn irgendwo eine Frau bei Reinhard in der Nähe ist, schickt er ihr ja dann auch ganz gerne mal unaufgefordert seine Pensi-Bilder. Und hier hast du Bock. Komm am Wochenende doch mal vorbei, dann kannst du den Drachenspeer lutschen und was weiß ich nicht alles. Er ist halt ekelhaft as fuck. Und dann werden das halt auch ganz schnell Haterinnen. Auch wenn sie anfangs Ambitionen hatten, Reinhard irgendwie zu helfen. Denn ja, es gibt Leute, die halt am Anfang auch Mitleid mit Reinhard hatten. Ganz viele sogar. Also ich gehe immer davon aus, dass sehr, sehr viele, die nicht direkt von Anfang an dabei waren, die den Dulli halt 2014 kennengelernt haben, die dann im Jahr 2018, 2019 dazugekommen sind, die dann auch teilweise diese Leifels-Doku dann natürlich gesehen haben, wo die sich gedacht haben, ja, der arme Junge, der macht doch nur sein Kram und wird hier die ganze Zeit gehatet. Muss ich zugeben, war ja bei mir ähnlich. Ich dachte eigentlich eher so, beide Seiten sind bescheuert. Ne? Hater und Rainer. So. Und dann irgendwann taucht man halt tiefer ein und merkt so, ja, es gibt auch bescheuerte Hater, ne? Aber der Großteil dieser Community ist normal, sage ich jetzt mal. Und auch lieb. Ganz viel Liebe, Hashtag Liebe. Und Rainer ist halt ekelhaft. Ein widerlicher Bastard. Man kann es nicht anders sagen. Wenn man so die ganzen Jahre sich Reinhard durchschaut, ne? Man merkt es ja auch bei der Doku von Der Einzige, die ich hier nochmal anpreisen möchte, wie Reinhard das durchzieht mit seinem Narzissmus und wie er Menschen behandelt einfach. Und wie er davon ausgeht, dass er das größte Wesen ist hier auf Gottes grüner Erde und sagt, ja, ich habe, eigentlich habe ich alles hier verdient. Ich müsste eigentlich ein Haus haben, Familie, Kinder und ein Auto und was weiß ich nicht alles, nur weil ich hier nur ein bisschen auf der Furzcouch sitze und Leute beleidige. Ne? Was ist denn jetzt hier? Kriege ich jetzt mein Boot angeliefert oder was ist denn da? Leute, ganz da hinten. Ach, leck mich doch. Ich will, dass das hierher geliefert wird. Was ist denn das? Dankeschön. Wenn man ein Auto kauft oder findet oder sonst was und man keine eigene Garage hat. Ja. Was dann? Kann man sich das dann mit Pegasus liefern lassen oder muss man da wirklich eine Garage haben für? Keine Ahnung. Für das Auto? Ja. Weil ich kenne dieses Pegasus, kenne ich gerade gar nicht, das sagt mir nichts. Nee, das Pegasus ist zuständig für größere Sachen, also für Wasser- und Lufteinheiten, glaube ich. Ach so. Also wenn du Hubschrauber und sowas hast oder so einen Düsenjet,
Pegasus liefert es dir. Ja. Ich habe keine Ahnung von GTA. Also ja, ich habe es gespielt. Die Story-Missionen und alles habe ich durchgespielt. War auch tatsächlich gut. GTA 5, muss ich zugeben. So mit den ganzen wechselnden Charakteren. Ne? Aber dieses GTA Online, das ist eh nicht alles. Da bin ich raus. Das habe ich nie so wirklich gemocht. Aber an sich, die GTA 5 war schon ein gutes Spiel, muss ich zugeben. Ne? Was ich zurzeit wieder spiele, ist Fallout 4. Ist nicht so gut wie natürlich Fallout New Vegas und so weiter, aber so, um das nochmal wieder durchzuspielen, ist es auch nett. Macht auch Spaß. Leider nicht hierher. Ja, es gibt nur fixe Punkte auf der Karte, wo das dann steht und dann musst du selbst hinfahren und dort einsteigen. Das ist ja Abfuck, Alter. Ich wollte, dass das hierher geliefert wird. Also das wird nicht hier direkt vor deinen Füßen geliefert. Warum nicht, ey? Das ist voll... Ja, das ist voll scheiße, Jan. Ich bin hier gerade mitten auf dem Meer und muss jetzt da abhauen aus dem Gebiet, damit ich meine Quest abschließen kann und habe bloß 11 Minuten noch. Und jetzt ist mein Schiff da irgendwo ganz hinten. Ich habe mir das jetzt extra gekauft, Mann. Ist dafür $16,000 rausgehauen. Was soll denn der Scheiß? Ich hoffe, du hast, das kann man ja, glaube ich, auch, ne? Du kannst ja, glaube ich, auch Ingame-Währung, also du kannst ja diese Währung auch kaufen, da. Ja? Mit echtem Geld. Da gab es ja diesen, ja, Shitstorm nenne ich es mal nicht, aber es gab ja diese Kontroverse über dieses Casino-Spiel in GTA Online, wo du dann echtes Geld einsetzen konntest oder kannst, es gibt es bestimmt noch, echtes Geld kannst du einsetzen, um in diesem Casino Spielgeld durchzujagen. Um dann halt Autos oder Flugzeuge, was weiß ich nicht, da alles noch zu gewinnen. Schwierig, würde ich jetzt mal sagen. Schwierig. Es ist ein Spiel ab 18. Ja, also es ist nicht für Kinder. Das ist schon mal... Oder ist es ab 18? Ja, ne? GTA ist doch ab 18, gehe ich von aus. Zumindest waren die ganzen anderen Teile immer ab 18. GTA 5. Altersbeschränkung, Altersfreigabe. Ja, ist ab 18, genau. Also Kinder sollten es sowieso nicht in den Händen haben, sofern sie halt verantwortungsvolle Erwachsene hinter sich haben, Eltern. Deswegen sind das ja alles ausgewachsene Menschen, nenne ich es jetzt mal, die da dieses Spiel spielen. Aber trotzdem, dieses ganze System mit dem Ingame-Währung kaufen und alles Mögliche, das ist... Schmutz. Einfach nur ja, moralisch verwerflich, nenne ich es jetzt mal. Ne? Aber ist ja nichts Neues. Fest gelaufen. Gibt es eigentlich sowas wie Gilden in GTA? Ja, es gibt die Crews, da habe ich auch eine. Okay, also im Grunde ist man, also ich bin ziemlich aufgeschmissen, wenn man da alleine unterwegs ist und man will irgendwas verkaufen. Und da sind auf einmal weiß nicht, zwei Flugzeuge oder drei Motorräder. Ja, das ist ein... Ja, du bist in der Station und jemand zerstört dir alles. Ja, naja, nee, das nicht. Du kannst hergehen und kannst dir eine Solo-Lobby machen. Ich kann dir erklären, wie das geht, wenn du willst. Ist legal. Okay. Ist kein Hack oder so. Ja. Du gehst einfach her, gehst ins Online-Spiel, sobald du im Spiel bist, dich bewegen kannst, laufen kannst und. Mhm. Gehst du her, tappst aus dem Spiel raus, aber nicht das Spiel schließen, sondern nur raustappen. Öffnest deinen Taskmanager, öffnest deinen Leistung, dann gehst auf Ressourcenmanagement, wenn du dich wegen auskennst, müsstest du ja wissen, wie das geht. Und dann suchst du dir in der Liste GTA raus, oder halt GTA 5. Ja. Wenn du GTA 5 hast, dann klickst du auf GTA 5 hast, dann gehst du drauf mit Rechtsklick, gehst auf Verbindung anhalten oder so. Dann zählst du bis 10, dann gehst du auf Verbindung fortsetzen, dann wieder Rechtsklick fortsetzen. Schmeißt alle raus, ist das ja schon. Dann schmeißt alle raus, dann bist du solo. Ich bin auch solo unterwegs gerade. Toll. Okay. Toll. Nur die NPCs da. das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Warum spiele ich dann online? Okay. Ich habe gestern eine Mission alleine gemacht, wo man eigentlich zu fünft wäre. Mhm.
wo man eigentlich zu viert sein muss. Ich habe gestern 4 Motorräder geliefert, aber es ist schon hart anstrengend. Weil es wird eng mit der Zeit, oder? Ja, ja, ich habe 2 Minuten noch gehabt am Ende. Sau eng. Wenn du da ein paar Unfälle hast, hast du eine Arschkarte. Oder wenn du bis ans Ende der Karte fahren musst, das wird dann richtig eng. Ja, ja. Ah, ja. Ja, ich bin von der Mitte der Karte, von dem großen See in der Mitte der Karte, weil ich Drogen geliefert habe, bin ich bis zum anderen Ende der Karte gefahren, unten zu den Docks und so. Also es ist schon knackig gewesen. Ich habe mir dann halt immer schon, wenn ich dann fast angekommen bin, habe ich halt meinen Mechaniker angerufen, während ich noch auf dem Motorrad gesessen war und habe halt mein Chopper liefern lassen, genau, und dann bin ich mit dem Chopper zurückgefahren. Wichtig ist halt dann, dass du ein schnelles Auto hast oder in meinem Fall habe ich halt den Chopper, mir den Zombie-Chopper liefern lassen, der ist halt recht schnell, ist auch getuned und alles, und dann bin ich halt recht schnell wieder zurück gewesen. Aber es hat trotzdem, ich habe wirklich trotzdem bloß noch 2 Minuten am Ende gehabt oder so. Also es ist schon stressig halt, weil du darfst wirklich keinen Unfall bauen. Wenn du da 2, 3 Unfälle baust, dann kannst du es schon vergessen eigentlich. Ach Rainer, würdest du mal diese Energie, oder hättest du mal diese Energie so in andere Dinge gesteckt? Ja? Beispiel in der Arbeit, dein Haus renovieren, ne? Oder beziehungsweise dein Haus und Hof da unterhalten oder reparieren und alles. Diese Energie hättest du mal woanders hinstecken sollen. Nicht in dieses Online-Spiel, was du alleine spielst. Klasse. Ich war gestern schon überfordert, dass ich 2 Flugzeuge hier mein MEF abliefere. Die ganzen Panzer nicht mehr gewusst, wie ich überhaupt irgendwas abwerfe. Ja, das ist echt schwer gewesen, wieder reinzukommen. Aber es macht echt Spaß. Das ist echt super. Mhm. Laune macht's auf jeden Fall. Das ist. Naja, du spielst das alleine. Also ja, der Solo-Modus, den habe ich auch gerne durchgespielt. Aber da gab es halt eine Story-Mission dann. Das zieht sich halt so durch. Aber dieser Online-Modus, so wie ich das jetzt verstanden habe, machst du da nur diese komischen Missionen. Okay. Was ich ja noch tatsächlich noch ganz interessant finde bei GTA, ist dieses Roleplay. Und diese Roleplay-Server, ne? Die sind spannend, würde ich jetzt mal sagen. Weil das ist, das könnte ich mir auch vorstellen. Irgendwo. Das ist keine Frage, das ist richtig. Oh, du Wichser! Okay. Fährt mich da voll über den Haufen. Jetzt gibst du mir dein Auto, du Spast. Mhm. Jawohl. Rückwärts gefahren, direkt das Nummernschild im Arsch. Jetzt finden sie mich, nochmal, Mann. Jetzt können sie das Nummernschild nochmal lesen. Mhm. Nice. So flüchtet man. Wie das funktioniert? Nein, ich denke nicht, oder? Ich bin einfach rückwärts gefahren und wir sind rückwärts aneinander gefahren. Okay. Hier ist meine Schleuder. Was? Gott. Jetzt CEO zurücktreten. Motorradclub gründen. So, Karte auf und ab zur Geldwäsche. Geldwäsche? Na ja, gut, da bist du ja Profi drin, Rainer. Normalzeit. Also ich hab's jetzt gehört. Ja, ich auch. Sein Pech, ich hab's auch gesehen, nämlich. Mhm. Naja, bin gespannt, wann die Kreisschiene wieder auftaucht. Hallo. Mich würde ja mal interessieren, wie der Kreisschiene mein Spitzname für sie gefällt. Ist das diese Denise da? Oder ach, Denise. Ah, oh, danke. Meine, ich war gerade wieder am Überlegen. Christine? Denise. Ja, richtig. Denise. Ach, oh, mein Gott. Dankeschön. Wie die heißt, keine Ahnung. Das interessiert mich auch nicht. Ach, die ist ja auch auf dem Discord. Die war jetzt 3-4 Mal schon hier. Ja, die haben schon 3-4 Mal gebannt. Zuletzt hat sie mich gefragt, was hat sie gefragt? Wie es mir gefällt, nur von Hatern umgeben zu sein und so weiter. Habe ich gefragt, naja, sagst du mir doch. Hab sie gebannt. Ja, super Konter, Rainer. Also, besser geht's ja gar nicht. Naja, die hat auch genug Hater abgekriegt. Wenn die so rumgeschrien hat. Und Kreisschiene finden die Hater ziemlich lustig als Name. Deswegen benutzen sie den selber. Also, nee. Also, eigentlich nicht.
haten die Hater dann Denise. Hm. Soweit ich das mitgekriegt habe, jedenfalls. Nicht, dass ich wüsste. Hättest du die Hater auf deine Seite bekommen, hättest du im Grunde genommen immer so eine richtige Armee aus Leuten. Die habe ich so auch. Na, sicherlich, Rainer. Die Drachi-Armee, ja. Wo ist die eigentlich jetzt im Jahre 2022, nachdem du da obdachlos unterwegs bist? Wo ist die? Deine ganzen Follower, ne? Die ja auch gesagt haben, oh, wir unterstützen dich ja so. Hm. Irgendwie kommt da nicht so viel. Die hätte das nicht für möglich halten. Hm. Wenn Herr Newstime dann wieder irgendwie ein schlechtes Video über dich macht, könntest du sagen, hated Herr Newstime. Brauche ich gar nicht. Erstens ist das nicht mein Stil. Und zwar doch. Doch, Rainer. Genau das ist dein Stil. Hast du ja schon gezeigt. Als die netten Leute vom Altschauerberg feiern wollten, dass du da endlich weggezogen bist durch das Dorffest, hast du denen gesagt, oder hast du ein Video gedreht oder aufgenommen und gesagt, liebe Hater, geht doch da mal hin und sagt Hallo. Ja, genau das hast du gemacht. Doch. Zweitens, haten die Hater sowieso Herr Newstime. Wieso? Also, habe ich jetzt nicht mitbekommen, aber okay. Die hätten den sowieso, weil die den alle nicht mögen. Mhm. Ich glaube, Herr Newstime mag sowieso nicht jeder. Oder kaum jemand. Nö, ich bin jetzt auch kein Fan von ihm. Ne, aber er ist mir ziemlich egal. Ach, naja. Ja, der macht schon ein bisschen unseriöse Berichterstattung, das stimmt. Das ist halt wie der komische Leffels-Typ da. Das ist halt wie, wenn man sich die Bild anguckt oder so. Aber ich kann schon verstehen, dass man den guckt. Also der hat schon so eine gewisse Nische gefunden, indem man News über andere YouTuber macht. Mhm, sicher. Bild-Zeitung wird ja auch gelesen, ne? Leider ja. Ja. Bedauerlicherweise. Ja. Obwohl ich nicht so arg verfolge, finde ich sogar tatsächlich die News, die Kuchen-TV mittlerweile macht, besser als die von Newsteil. Komm, bleib, ich weiß nicht. Oh, ich bin gespannt, ob ich das gerade schaffe, fast 200.000, wenn ich die Mission schaffe. Aber es ist wieder so eine Mission, da brauche ich wieder mehrere Leute. Ja, doof, ne? Würdest du online spielen, hättest du die Leute, aber irgendwie willst du ja nicht online spielen, sondern solo. Hm. Beißt sich ja ein bisschen. Oh, 3 Flugzeuge, ich glaube, ich hänge. Das schaffe ich nicht, scheiße. Ich mal wieder los, haut rein. Ja, ciao. Ja, Flugzeuge sind echt eng mit der Zeit. Motorräder gehen, aber das war's dann auch schon wieder. Motorräder gehen, ja, aber Flugzeuge, da musst du wirklich um die ganze Welt rumreisen. Ja, Autos sind genauso, das kriegst du auch nicht hin. Mhm. Das ist wirklich nur das, das ist wirklich nur die Motorräder. Und mit den Motorräder kannst du da auch kannst du halt auch Offroad über die Panzer. Ja, ja. Genau, ja. Da kannst du halt abkürzen wie Drecksau. Sonst schaffst du das auch nicht. Aber mit Motorrädern, aber mit Flugzeugen keine Chance. Dann spiel halt online, meine Güte. Ich bin genau vom Zug rübergesprungen mit dem Auto. Saugeil. Hm, toll. Lebensziel erreicht. Toll. Jetzt regnet es auch noch und ich bin auf einer Sandpiste unterwegs. Danke fürs Gespräch. Mhm. Mensch, Rainer. Man müsste sich seine Boote auch auf einen Hänger laden können und mit dem Hänger rumfahren können mit den Booten. Kann man nicht? Und dann irgendwo in einem Gewässer wie im See oder so das Boot abhängen. Dann kann man auf dem See rumfahren. Ich glaube, das geht sogar, oder? Also, ich meine, ich habe das auf Roleplay-Servern schon mal gesehen. Irgendwie. Aber ich mag mich täuschen. Ist wahrscheinlich eine Mod gewesen. Alter, ich mag das nicht. Können die alle K-Auto fahren? Frag ich mich jedes Mal aufs Neue, Alter.
Ja, Rainer. Es gibt ja ein GTA-Video, wie du Auto fährst. Ne? Also, schlimm. Du fährst überall rein. Du gibst immer nur Vollgas. Und dann gibt es ja auch in diesem Video so wunderschöne Schnitte, wo man genau sieht, dass du da in ein Auto reingefahren bist. Oder irgendwo in eine ja, Bande oder was weiß ich was. Also du solltest mal ganz ruhig sein mit Autofahren können. Vor allem in Spielen. Diese Charaktere in dem Spielen lassen dauernd die Reifen durchdrehen. Also sag mal, wie wäre es mit Langstanderkupplung lassen, nicht schnell. Ist doch klar, dass es bei so viel PS dann durchdreht. Rainer. Du merkst auch gar nichts mehr. Hast du das nicht auch gemacht? Ja, genau. Dankeschön. Endlich. Mann, ey. Wir brauchen mehr solche Leute. Oder wir hätten mehr solche Leute gebraucht. Die Rainer sagen, was Sache ist. Was? Die Reifen durchdrehen lassen. Wenn ich das willentlich mache, ist eine Sache, aber wenn ich das jedes Mal beim Start mache, dann kann ich mich nach 2 Stunden von meinen, oder nach 3, 4 Starts von meinen Reifen verabschieden. Von den Reifen? Wieso? Wenn man das einmal kurz macht, ist das eine Sache. Wenn man das aber permanent macht, das kannst du vergessen, Alter. Mhm. Außerdem rede ich von Ingame, nicht von Outgame. Outgame? Ja, im Spiel ist doch scheißegal. Mir nicht, weil das Problem ist, das ist genauso wie in Need for Speed Most Wanted oder so. Wenn du Need for Speed Most Wanted, wenn du Need for Speed Most Wanted dauernd die Reifen durchdrehen lässt, dann bleibst du am Start hängen, wenn das die anderen nicht machen. Und dann hast du verloren. Punkt. Mhm. Aber wir reden hier von GTA, Rainer, nicht von Need for Speed Most Wanted. Und es ging ja auch um dein Argument. Es ging ja auch um dein Argument, dass die Reifen davon kaputt gehen. Im Spiel ist das völlig egal. Den Flugzeugschein machen soll. Was macht dafür einen Vorteil? Keine Ahnung. Das weiß ich eben nicht, deswegen überlege ich es ja gerade. Guten Abend. Wahrscheinlich den Skill erhöhen, oder? Wahrscheinlich. Also wenn es das gibt, ja, gibt es bestimmt. Bei den Flugzeugen ist nervig, weil du musst halt immer unter dem Radar bleiben. Wenn du zu hoch fliegst, hast du auch eine Arschkarte. Ja, ja. Okay. Ja, ist halt nicht so der spannendste Discord-Leak bis jetzt, ne? Geht aber noch eine Stunde, 20 Minuten geht's noch. Mal sehen, vielleicht kommt der ja noch was. Wenn ich Höhenangst hätte, wäre Flugzeugfliegen bestimmt im Real Life auch eine coole Sache. Ich dachte, du hast sogar Höhenangst, Rainer. Achso, wenn ich nicht Höhenangst, achso, ja. Obwohl ich glaube, im Flugzeug, wenn ich ein Flugzeug fliege, wäre das gar nicht so das Problem. Ich wollte gerade sagen, im Flugzeug hat man normalerweise keine Höhenangst. Es fühlt sich an wie Busfahren. Ja, gut, Zeit. Wenn du selber fährst, ist das was anderes, ne? Ja, ich fliege eigentlich nicht so gerne, muss ich sagen, weil, nee. Habe ich immer so ein mulmiges Gefühl dabei. Ich weiß, es ist somit das sicherste Verkehrsmittel, was es gibt. Aber wenn da halt mal was passiert, dann ist meist auch immer vorbei. Ne? Ich fliege nicht gerne, muss ich sagen. Wenn ich's vermeiden kann, bin ich mehr so der Mensch, der Zug fährt. Ja, das ist auch ideal, weil mit deinen Augen ist sehr wichtig als Pilot, dass man gute Augen hat. Keine Ahnung. Sollte man. Aber das hat mich ehrlich gesagt nie interessiert. Bootfahren würde mich mal interessieren. Bootfahren, ja. So Segelschiff-mäßig, oder? Beides, sowohl Segelschiff als auch einfach eine ganz normale Yacht oder so. Ganz normale Yacht. Oh. Nee, wohin denn? Nee, geflogen noch nicht und mit dem Boot auch noch nicht. Ich habe noch nicht einmal das Meer gesehen, was ich aber gerne mal unbedingt würde. Tust du tatsächlich. 2022, Rainer, da fährst du nach Wilhelmshaven. Und siehst in Anführungsstrichen das Meer. Das muss man auch sagen, das ist fast schon traurig, ne? Da geht einem schon ein bisschen was verloren. Naja. Was? Aber so gut, so weit rumgekommen bin ich auch noch nicht. Also außerhalb von Europa war ich auch noch nicht. Außerhalb von Europa, okay.
reicht doch erstmal, würde ich sagen. Also, ich gehe mal davon aus, der Kollege da ist noch jung, relativ jung. Das kommt halt mit der Zeit. Ne? Aber überhaupt was machen. Überhaupt irgendwo mal hinfahren. Irgendwelche anderen Städte, irgendwelche anderen Länder, irgendwas anderes erleben, außerhalb dieses Altschauerberg-Emskirchen-Nürnberg-Dreieck, was es da gibt für Reinerle, der ja auch wirklich, als er die Chance hatte, mal was anderes zu sehen. Wo war er da? An 2, 3 Orten vielleicht, ne, gefühlt. Also er ist einmal Richtung Norden gefahren, wie gesagt, Wilhelmshaven, aber für einen Tag und ist dann wieder sofort zurückgefahren. Warum? Keine Ahnung, weil er hätte ja auch einfach mal dann weiterfahren können nach Hamburg, nach Berlin, nach, was weiß ich, und dann runter nach Kassel, also Richtung Süden. Quatsch, Richtung Süden, das ist ja dann von Berlin nach Kassel, ist ja mehr so Richtung Westen. Ich meine natürlich hier Leipzig, Dresden, die Ecke und dann vielleicht mal nach Tschechien rüber. Was weiß ich, er hätte so viel machen können, aber nein, es hat ihn immer wieder zurück nach Emskirchen gezogen, in die Richtung und Nürnberg. Und einmal war er tatsächlich außerhalb der Grenzen Deutschlands, Italien und ja, auch nur für so einen Tag. Na? Das war Rainer das große Urlaubsstaffel hier. Na, ich war bisher einmal in Frankreich, in Österreich, in der Schweiz und in Tschechien war ich schon mal in Prag. Ah. Ja, wahrscheinlich alles mit der Schule. Also das meiste mit der Schule. Wahrscheinlich auch Familienausflug so ein bisschen, aber schon irgendwie traurig, Rainer. Hättest eigentlich schon ein paar Länder mehr sehen sollen. Oder öfter, besser gesagt. Öfter hättest du da mal hinfahren sollen. In Italien warst du noch nicht, bei den Verwandten? Nee. Nö. Bisher noch nicht, nein. Die wollen dich auch gar nicht. Ja, es steht auch auf meiner Agenda. Mal gucken. Okay, irgendein Ton ist rausgecuttet worden anscheinend. Was ich auch gerne mal machen möchte, wäre Schottland, Irland und Norwegen. Ja, und wird nicht. Japan versteht sich. Ja, versteht sich von selbst. Klar. Würde ich zu gern sehen. Du in Japan, Reinhard, würde ich zu gerne sehen. Wie du da abgehst. Aber wird eh nicht passieren. Und du wirst wahrscheinlich auch Irland, Schottland nie sehen. Norwegen, Irland und Schottland sind so diese geilen nordischen Länder, diese geilen... Na. Das hat was mit Metal zu tun. Nein, das hat... So. Ja, warum hat das was mit Metal zu tun? Du redest jetzt hier von diesem Viking-Metal, oder? Okay, bin ich raus aus dem Thema... Habe ich überhaupt keine Ahnung von, anders als natürlich der liebe Reinerle, der natürlich alles über das Viking-Metal weiß. Dieses Subgenre. Keine Ahnung. Ist das so? Schottland, Irland, Norwegen, sind das die großen Viking-Metal-Szenen? Diese Irland und Schottland vor allem sind so richtig schön, wie sagt man? Irland und Schottland sind so richtig geile. Ja. Verflucht, mir fällt der Name nicht ein. Bitte? Man versteht dich nicht. Na? Norwegen ist brutal teuer. Also das ist das habe ich noch nie erlebt. Da kostet, die haben da auch am Bahnhof oder so kleine Bäckereien, wie man das ja auch kennt.
Und da kostet irgendwie so ein kleines Gebäckding, so eine Quarktasche, irgendwie 6-7 Euro. So, das ist echt heftig. Aber ja, die haben auch irgendwie 25% Mehrwertsteuer oder so. Ist das ja, das ist die gleiche wieder da. Naja, so unterschiedlich zu Deutschland ist es jetzt ja auch nicht. Ja. Dann warten wir mal, bis Rainer wieder da ist, damit er uns endlich erzählen kann, was Schottland und Irland so toll macht. Also, verstehe mich nicht falsch, Irland ist ein wunderschönes Land. War ich schon mit zum Austauschjahr, Austauschmonat war das. Und super. Kann mal einer den Drachen kicken, der ist AFK? Oder einfach in den AFK-Channel moven? Ja. Gibt ja Regeln. Ja, tut mir leid, mein Kollege, die Regeln gelten aber nicht für Rainer. Die gelten für alle anderen, aber nicht für Rainer. Nee, er hat doch gestern gesagt, es ist okay, nur hier zu sein und zuzuhören. Schon wieder nicht zugehört. Eben. Muss er doch auch nicht tausendmal sein, vor dem Rest. Na. Kann ich nett sein. Kann nicht sein. Ihr habt fast dieselbe Stimme, ehrlich jetzt. Wer? Mila und ich? Hm. Gar nicht. Vielleicht sind wir eine und dieselbe Person. Hä? Sprecht mal gleichzeitig. Hä? Nein. Wie denn? Hier wird nichts durcheinander gesprochen. Das hört man doch das nicht. Ist da ein Echo oder was? Was soll denn das? Ja, toll. Aber der Kollege, der da tippt, kann eigentlich mal sein Mikrofon neu justieren. Das ist ein bisschen nervig. Aber toll. Ganz toll. Merkt man nochmal wieder, dass die da kein anderes Thema haben, aus wenn Rainer nicht da ist. Naja gut, man muss ja auch sagen, egal welches andere Thema man hat, man ist dann halt immer in der Gefahr, dass Rainerle... So, jetzt hat er aber... Ah, da ist er ja wieder. Ich führe den Satz noch zu Ende. Man ist dann immer in der Gefahr, dass Rainerle sich ausgeschlossen fühlt und dann einfach wild anfängt, Leute zu bannen, weil dann seine Stimmung neutral ist. Hm. Ja. So, jetzt muss ich mich aber beeilen. Wieso? Oh, ich hasse Spiele mit Zeitlimits, ey. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Okay. Die Quests sind zum Teil schon nervig genug. Dann spiel sie nicht. Ohne Zeitlimits. Ja, das wird immer stressig, sowas. Da mache ich immer Fehler im Spiel. Mhm. Ja, das ist richtig. Ja, aber gerade das macht es ja auch interessant. Ich will im Spiel keinen Zeitdruck haben. Ich habe im echten Leben schon genug Druck. Ja. Ich spiele Spiele, um mich zu entspannen und nicht umherzugehen, um irgendwie Stress zu kriegen oder so ein Scheiß. Ja, dann... Spiel diese Spiele nicht, Rainerle? Nur so als Vorschlag. Vielleicht solltest du dich auch eher um den Druck im realen Leben kümmern, den du da hast. Aber damals, muss man ja sagen, hattest du keinen Stress. Wirklich nicht. Was für Stress hattest du? Immer nur selbstgemachten. Du hattest dein Haus und Hof, tatsächlich, ne? Indem du dich zurückziehen konntest und du hast, gelebt wie ein 12-Jähriger ohne Aufsicht, der halt so von Mami und Papi 100 Euro fürs Wochenende dagelassen bekommen hat. Davon kaufst du dir ganz viel Schund, ne? Und frisst dich ins Koma und zockst halt den ganzen Tag. Aber wirklich
irgendwelche Konsequenzen hast du dann ein paar Jahre später erst erfahren. Das hat halt ein bisschen gedauert. 8, 9, 10 Jahre. Ne? Aber dann hat es dich irgendwann eingeholt, dieser Lebensstil. Beziehungsweise die Konsequenzen für diesen Lebensstil haben dich irgendwann dann eingeholt. Ja. Da können wir ja nicht den Entwickler dafür, dass du das so siehst, ne? Ja. Naja, das sehe nicht nur ich so. Es gibt auch genug andere. Ja, aber die spielen das dann nicht. Die spielen dann halt lieber etwas, was ihnen gefällt. Ne? Wenn sie entspannen wollen. Ganzen Haufen Leute, die das aufregt. Mhm. Wir waren bei Reisezielen stehen geblieben, ne? Hm, stimmt. Keine Ahnung. Irland, Schottland, Rainer. Ich höre nur mit einem halben Ohr zu. Oh, das ist doch toll. Das ist doch eine Wertschätzung für diese Leute, ne? Mit denen du redest. Besser geht's ja gar nicht. Das ist doch super. Ach, Junge. Hm. Och, dieses Getippe. Na gut, egal. Müssen wir mitleben, ne? Ja, Japan würde ich auch gerne mal besuchen. Ja, tatsächlich. Ich würde halt gerne mal nach Kyoto vor allem. Mhm. Kyoto. Das ist so schön technisch in Japan. Das ist sehr cool. Die ganze Ethik in Japan ist ganz anders, die ganze Mentalität. Hm. Ja, fast so, als wäre es ein anderes Land. Komisch. Auf einem anderen Kontinent. Ja, wobei man auch sagen muss, Japan hat die höchste Selbstmordrate, mit die höchste Selbstmordrate. Ja, das liegt aber nicht an der Ethik. Oder das liegt aber auch nicht an der Ding. Das liegt daran, dass die 38 Stunden am Tag arbeiten. Und das genau, mindestens. Was? Okay. Rainer und Mathe. Genau, also das hat ja auch was mit Ethik zu tun. Also eine sehr starke Arbeitshaltung. Und das macht halt die Leute auf Dauer fertig. Hm. Das meinte ich eigentlich. Ja, ich glaube, das ist echt krass da, ne? Also, ich weiß noch nicht, also dieses Jahr ist, glaube ich, das Entspannteste, was ich so hatte, seit ich im Berufsleben bin, wegen Corona. Ich glaube, das wird sich nicht ändern bis zur Mitte nächsten Jahres. Na, stimmt. 2020 war ich, wie viele wahrscheinlich auch, in Kurzarbeit und habe immer nur so 1 bis 2 Tage die Woche gearbeitet. Das war natürlich entspannt, sicherlich. Hat sich aber so ein bisschen im Geldbeutel bemerkbar gemacht. Ne? Und das war dann natürlich nicht so schön, wenn dann plötzlich so die Einnahmen wegbrechen. Bin ganz froh, dass das nicht mehr so ist. Also, so entspannt war ich echt noch nie. Also, ich glaube, das ist dann da ganz anders, ne, wenn du immer Druck hast. Naja, aufgrund von Corona. Die Sache ist halt, in Japan arbeiten ohnehin viele von zu Hause aus. Viele Künstler und Zeichner und sonstige Scheiß. Tun die das nicht immer irgendwie? Also Künstler? Die sind ja in der Regel, also es gibt bestimmt Ausnahmen, aber in der Regel arbeiten Künstler doch immer von zu Hause aus. Ne? Wisst ihr nicht, dass die da ein extra, naja gut, vielleicht haben die ein extra Atelier oder so, aber dann, die sind ja sowieso Freiberufler. Also von daher, die sind ja nirgendwo in der Regel festangestellt, würde ich behaupten. Nur mal, um ein Beispiel zu nennen. Mhm. Aber generell ist es in Japan ja viel hochtechnologisiert. So blöd zum Reden. Ihr wisst, was ich meine. Es hat ja mehr Technologie und sind höher entwickelt, was das angeht, als wir so. Naja. Ob die jetzt höher entwickelt sind, da ist das halt weiter verbreitet, würde ich jetzt sagen. Und deswegen ist es auch eine ganz andere Hausnummer als bei uns. Bestimmt. Die haben auch richtig krasse Toiletten. Also wenn man auf Toilette geht, der Klodeckel, der öffnet sich von alleine, wenn man davor steht. Dann setzt man sich drauf. Dann gibt es so eine eigene Heizung,
die einen den Arsch wärmt. Und wenn man dann das dann spült, dann gibt es einen Strahl, der sprüht dann in den Analbereich rein. Das ist auch anders, das ist in asiatischen Ländern so üblich. Und dann gibt's, wird so Duft ausgestoßen, damit es nicht so stinkt. Und wenn man dann sich auf, wenn man dann aufsteht, dann geht der Toilettendeckel wieder automatisch runter. Sie haben richtig teure Toiletten da. Ja, manchmal geht das sogar her und tut sich dann die Klobrille von alleine reinigen. Das Einzige, was man noch machen muss, ist selber kacken. Das muss man leider noch selber machen. Also, das stimmt doch alles gar nicht so sehr. Natürlich gibt es diese hochtechnologischen Toiletten, sicherlich. Aber, es gibt ja auch immer noch diese komische Hocktoiletten, ne? Wo einfach so ein Loch im Boden ist. Und ja, ob das jetzt überall so ist, weiß ich nicht. Sollen wir mal schnell googeln? Japan-Toiletten? Gibt das eigentlich ein Wikipedia dazu? Ja, gibt es. Washlets nennt man diese Toiletten, die der Kollege da gerade angesprochen hat, die tatsächlich die Toilettenbrille beheizen und mit Bidet-Funktion. Übrigens, hier ganz interessanter Funfact, diese beheizte Klobrille fördert halt die Vermehrung von Keimen, natürlich. Bidet-Toiletten findet man inzwischen in mehr als der Hälfte der Haushalte. Ja, okay. Da gebe ich den Kollegen recht. Ja. Aber trotzdem. Warum? Wozu? Aber ja, gut. Wenn man schon über japanische Toiletten reden möchte, die haben halt auch so hochmoderne, das stimmt. Aber die gibt es vielleicht hier auch irgendwo. Naja, bis jetzt habe ich tatsächlich noch keine gesehen. Außer halt diese, was er ja meinte, dass sie sich automatisch reinigen, hier diese Sanifair-Toiletten. Ne? Das ist, glaube ich, das modernste oder in Anführungsstrichen modernste, was ich an Toiletten in Deutschland mal gesehen habe. Die Teile, die sich da selbst desinfizieren. Was ja nicht verkehrt ist. Ja, noch, ne? Vielleicht fängt da wird auch noch eine Lösung geben. Gefunden. Es wird dann einfach rausgesaugt oder so, keine Ahnung. Ja, Japan oder so war ich noch nie so weit in diese Richtung. Mhm. Aber es ist bestimmt cool, so, ich weiß nicht, so am schlimmsten war bis jetzt so Nordafrika, irgendwie so Tunesien war, glaube ich, das Schlimmste, was ich bis jetzt so reisemäßig gemacht habe. Das glaube ich. Und Sauerland halt. Was? Das wunderschöne Sauerland? Die Idee nennt sich, glaube ich, diese Technik. Gerade das Sauerland mit Nordafrika verglichen? Nicht schlecht. Schöne Überleitung. Die an den Hintern abspritzt. Ja, fast. Ein Bidet ist nochmal was Extras. Das ist halt eine Bidet-Funktion. Diese Bidets sind so extra Toiletten nochmal. Musst dich draufsetzen, nachdem du auf dem Klo warst. Das ist in Frankreich halt gang und gäbe. Aber von der Technik her könnte es stimmen, ja, ich weiß nicht. Ja, stimmt, da liege ich falsch, da hast du recht. Das Bidet heißt, ist auf jeden Fall das extra Klo, aber es kann schon sein, dass es die Technik, dass die auch so ähnlich heißt. Ja, Bidet-Funktion. WDs wurden ja ursprünglich für Frauen entwickelt, eigentlich. WDs? Ich habe jetzt einfach gegoogelt, japanische Toilette, Analbereich abspritzen und alles, was kommt, sind irgendwelche Pornos. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Ach, diese verdammten Drachis. Komisch. Ja, du hast Analbereich abspritzen geschrieben. Naja, ja, das. Uff, da hat Google angeschlagen. Ah ja, ich weiß ganz genau, was da so ist. Die benutzen auch deine vorigen Suchanfragen, um für dich das beste Ergebnis zu finden. Ja, das kann natürlich sein.
Du hast dich geoutet. Ja, tolle Themen auf jeden Fall. Wenn ich jemals ein Spiel entwickeln würde, ich wüsste, wie ich es nennen würde. Wie? Bitte fragt nicht nach. Lasst ihn einfach. Wie würdest du es denn nennen? Oh Mann, schade. Ah. Es wäre so schön gewesen, wenn keiner nachgefragt hätte. Das wäre schön gewesen. 5 gegen Willi. Ach. Warum wundere ich mich? Weil witzig. Immer wenn dann jemand sagt, ey, was zockst du denn gerade? 5 gegen Willi. Was, du Drecksau? Nein, das heißt das Game. Ah, ich hab's jetzt sogar gefunden. Bei Amazon. Also es heißt tatsächlich Bidet, aber das ist halt so ein Ding, das klemmst du dir in die Toilette rein. Das ist so ein Aufsatz. Mhm. Sogar relativ billig, das kostet nur 70 Euro. Ja. Ja, du kannst doch einfach duschen gehen danach. Kommt doch selber raus. Ja, kannst du. Bestimmt. Alter, ja. Kostet natürlich weniger Zeit, ne? Aber ja. Weniger Zeit und es kostet dich kein Geld. Oh, Rainer. Weil Dusche hast du zumindest Zollliste im Normalfall eine Dusche zu Hause haben. Ja, aber es ist halt widerlich. Es ist halt ekelhaft. Dieses Kackduschen, ne? Gibt bestimmt auch ein paar Schweine, die keine Dusche zu Hause haben. Mhm. Die haben bestimmt auch Schweine, die tatsächlich diese Dusche dann nach dem Toilettengang nutzen. Ach komm, rein. Die stellen sich dann in den Regen. Hier auf dem Discord, ja, kann sein. Ich würde es anstrengend finden, immer nach dem Kacken duschen gehen zu müssen. Ja, wenn du 5-mal im Tag kacken gehst, schon. Ich gehe ja bloß einmal alle paar Tage. Kannst du auch direkt in der Dusche kacken, das ist einfacher. Kannst du auch, würde ich aber nicht machen, weil da kannst du es nochmal. Dann kannst du hinterher die Schaufel mit aufs Klo nehmen. Ja, kommt auf die Konsistenz an. Oh mein Gott, könnt ihr bitte das Thema wechseln? Meine Güte. Im Normalfall würde ich schon sagen, dass du da eine Schaufel brauchst. Was? Bis mit den Füßen in den Abfluss reindrücken. Übrigens, Team Hacke, ne? Für diejenigen, die es wissen. Wer wirklich sagt, mit dem C nachdrücken, der geht am Leben vorbei. Komm schon. Ich will auch diese ganze, ja wirklich Scheiße, nicht unter meinem Zeh haben. Also Zehennagel. Aber, boah. Also auch immer der Abschluss verstopft, also. Nicht nur das. Dann war es ein ordentlicher Schiss. Boah, ist das ekelhaft. Anschiss vor allem. Das weißt du, wo der Begriff für Anschiss herkommt. Es läuft Reggae bei mir, ich glaube auch. Erstmal einen bauen. Hast du angefangen zu kiffen oder was? Nein, das war ein Witz. Ich spiele immer noch GTA. Bin immer noch in meiner Mission. Das war ein Witz, weil gerade Reggae im Radio läuft bei mir. Nee, das finde ich aber immer witzig, dass die Leute immer glauben, dass ich kiffe oder irgendwelche anderen Drogen nehme. Nein. Rainer nimmt keine Drogen. Außer Alkohol und Tabak. Wer hat das denn glaubt? Die Hater behaupten das immer. Dass du killst? Ja, dass ich Drogen nehme halt. Das ist doch viel zu teuer. Nein, also glaube ich nicht. Es gab ein paar Momente in den letzten 2-3 Jahren, wo man gedacht hat, Rainer nimmt vielleicht irgendwie Antidepressiva oder so, weil er halt teilweise so, ja, lallt, beziehungsweise dann tatsächlich gar nichts mehr auf die Reihe bekommen hat. Wo es dann die Annahme gab, okay,
Irgendwas wird der vielleicht nehmen, aber ich glaube, das ist meistens mit dem YouTuber-Schlafrhythmus erklärbar gewesen. Dass Rainer da halt, ja, wie es sein Stil so ist, nicht wirklich, ja, ausgeschlafen war. Nicht nur zu teuer, ich mach das einfach nicht. In Bayern ist auch kritisch, ne? Das halt herbekommen, ne? Das hat mit Bayern nichts zu tun. Ich nehme keine Drogen. Punkt. Bayern, ein Gramm Gras. Ich würde auch nicht machen, wenn ich woanders wohnen würde. Würde ich auch nicht machen, wenn ich in Holland wohnen würde. Würde ich auch nicht nehmen. Hm. Ja, aber zählt Gras denn so als Droge für euch allgemein so? Ja, schon. Natürlich. Eigentlich nicht. Ich meine jetzt so moralisch und so. Und schwierig zu sagen. Also ja, natürlich ist es eine Droge. Genauso wie Tabak und Alkohol eine Droge ist. Es ist halt eine illegale Droge zurzeit noch. Das ist schon eine Droge für mich, aber ob es jetzt wirklich illegal sein muss, in Anführungsstrichen, darüber kann man diskutieren. Für mich ist eine Droge, wenn die als Droge klassifiziert wird, ob oder nicht, das interessiert mich nicht. Also, na, da bist du ja, da bist du ja gut aufgehoben bei hier, wie heißt sie nochmal? Die gesagt hat, hier, Cannabis ist kein Brokkoli. Wenn Kippen illegal werden würden, würde ich auch nicht mehr rauchen. Ganz einfach. Ich habe keinen Bock, mit irgendwelchen Gesetzen Stress zu bekommen. Ja, eben meinte ich ja, also in Bayern ist die Polizei, also die chillt ja überhaupt nicht. Also ich wohne in Berlin. Ah, hier, Daniela Ludwig, stimmt, die Bundesdrogenbeauftragte da. Cannabis ist kein Brokkoli, also. Diese Leute. Und das ist relativ entspannt. Ja, da ist entspannt. Chillig, ne? Ja. Ja, da wird in NRW ist das auch entspannt. Da wird die Hälfte von den Cops auch schon was rauchen. Also bei uns ist es so, dass bis 15 Gramm ist, also wenn die Polizisten das entdecken, dann nehmen sie es dir weg. Oh. Aber es kommt nicht zur Anzeige bis 15 Gramm, das entkriminalisiert. Boah, 15 Gramm ist schon nicht schlecht, ey. Ja, also ja, ich weiß auch nicht, wer 15 Gramm als Eigenbedarf dabei hat. Also keine Ahnung. Ja, Berlin, da drehen die ohne. Das ist schon viel zu viel, muss ich sagen. Also 5 Gramm würden ausreichen wahrscheinlich. Aber naja. Ich finde auch, hier in Berlin ist mega chillig. Kennt ihr die lustige Geschichte, machen gar nichts. Warum Gras überhaupt illegal geworden ist? Weil es faul macht und der Staat steuern will. Was? Was für ein Quatsch. Dann würden sie ja auch Alkohol genau aus demselben Grund verbieten. Ach. Du solltest weniger kiffen, mein Freund. Ja, halt. Es war Ende der Prohibition in Amerika. Da hat ein neuer FBI-Chef sein Amt angetreten. Und der wollte halt möglichst viel Kriminelle von den Straßen bekommen. Und da Alkohol dann wieder legal geworden ist, musste er sich was anderes suchen, was er kriminalisieren kann, um halt möglichst viele Verhaftungen und sowas vorzuweisen. Und da hat er sich dann Gras ausgesucht. Mhm. Und darauf stützt sich auch seit jetzt mittlerweile ja fast 100 Jahren die deutsche Argumentation, was Gras angeht. Echt abgefahren. Einfach nur, weil vor 80 Jahren oder 90 Jahren jemand eine Rechtfertigung für seinen Job gesucht hat. Aber Gras ist auch gefährlich, also man soll es nicht runterspielen. Ich kenne sehr viele Leute, die irgendwelche Probleme dadurch bekommen haben, irgendwelche psychischen oder gar nichts mehr gemacht haben oder total faul geworden sind, also viel mehr als durch Alkohol. Alkohol macht halt den Körper und Gras den Kopf kaputt. Ja. Also ich finde Alkohol schon gefährlicher, aber ich will Gras nicht runterspielen. Also ich glaube, wenn man so vorgeschädigt ist, psychisch, kann das natürlich was auslösen, klar, ne? Hä? Wieso ist das Flugzeug in die Luft geflogen? Weiß ich nicht. Super, ich habe jetzt gedacht, wenn ich schon hier bin, nehme ich erst das mit und hole mir dann das andere. Jetzt ist das in die Luft geflogen, jetzt kann ich ein Ding nicht ausliefern, ich glaube es auch. Ja, schade.
Das hätte ich so nicht mal geschafft, schade. Bin gespannt, wie viel ich jetzt noch schaffe. 9 habe ich ausgeliefert, 15 müssten es sein. 14 sind es jetzt noch, die ich ausliefern kann. Die ganzen. Oh, ist doch schön, Rainer. Habe aber nur noch 5 Minuten. Ja. Bin gespannt, wie lange ich das dafür brauche jetzt. Du schaffst das schon. Streng dich an. Oh, krass, Leute. Letztes Jahr sind 74.000 Leute in Deutschland durch Alkoholkonsum gestorben. Hm. Das kann gut sein. Oh, und wie viele durch Cannabiskonsum? Ach Mensch, ja. Alkoholtote Deutschland. Tatsächlich, 74.000. Ja, Konsum von Tabak und Alkohol. Ja. Okay. Ja, ist halt eine Droge, ne? Null. Ja, krass, aber Cannabis ist kein Brokkoli, hat die Drogenbeauftragte gesagt. Ja. Die davor war auch die Marlene Mortler, ne? Die war so toll. Also ich habe mein Tütchen Oregano dabei, von daher. Und jetzt sitzt die im Europaparlament. Da muss sie hingehört. Traurig genug alles, ey. Aber jetzt der Bescheid, wie unser Land funktioniert. Ja. Ach, Rainer, bitte nicht. Ist ja immer in der Politik so, ne? Die allein schon hier bei der Bundeswehr, ne? Als was da für Leute, also jetzt, wie hast du die angeredet, Kramp-Karrenbauer oder so, ne? Das ist ja alles ein Witz, ey. Die sind doch so richtig fachfremd immer. Na. Dann gehen die mir Milliarden oder Millionen für Berater aus, um da also den Job keine Ahnung, ich finde, unser Verteidigungsminister sollte ein General sein und nicht irgendein Politiker. Ja, sehe ich genauso. Ihr wisst schon, ne? Das Internet ist Neuland und so. Ja, genau. Hä, was soll denn dieses Internet sein? Internet noch nie gehört. Oh, bitte kein Polit-Talk, bitte warte nicht. Mal. Womit habe ich die letzten 7 Jahre mein Geld verdient? Mit nichts tun. Ich glaube auch, dass sich dieser Buchdruck nicht durchsetzen wird, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, ich glaube auch. Ich habe neulich was gehört von einer neuen Erfindung, die soll Zeitung heißen. Das wird sich auf. Das ist doch wieder typisch irgendein Quatsch. Also, was da drin steht, kann doch gar nicht stimmen, Mann. Ja. Was war denn das? Da hat mir ja nicht der Frank gesagt, was der Hans gesagt hat, dass der Jochen gesagt hat. Also kann das gar nicht stimmen. Glaubt ihr auch, dass Corona durch Bill Gates verursacht wurde, weil er die ganze Menschheit... Ach du meine Güte. Und Mikrochips auch noch implantieren will. Ja, das hat doch was mit 5G zu tun, oder? Ja, und hier Tauben gibt's gar nicht wirklich, die sind fremdgesteuert von der Regierung, das sind alles kleine Roboter. Und Corona wurde nur dazu entwickelt, damit die Batterien in den Tauben ausgetauscht werden können, genau. Ach, mir ist übrigens noch eine neue Erfindung bekannt. No. Aber ich glaube nicht, ob das existiert. Also ich glaube da nicht dran. Diese Erfindung nennt sich Feuer. Ach Mensch, Rainer, komm schon. Das war davor schon nicht witzig und also das musste jetzt nicht noch dazu gesagt werden, aber okay. Ja, das wird krass. Na, hat der Hans gesagt, dass der Franz gesagt hat, der Jochen hat gesagt, dass ja, ihm die Hildegard gesagt ja hat, dass gut. Der Silvester da eine neue Erfindung getätigt hat, die auch überhaupt nicht sein kann, weil es ist ja von der Silvia gesagt worden, deswegen kann es jetzt stimmen, dass da einer Ruhe, dass der Jochen gesagt hat. Ja, so ähnlich funktioniert das ja auch im Internet heute, ne? Einer teilt was bei Facebook irgendwie irgend so eine Verschwörungstheorie und dann wird das weitergeteilt und dann irgendwann glauben die Leute das, ne? Ja. Alter, ich leck mich am... Wer Facebook als Quelle nutzt, hat sowieso jedes Recht verloren, irgendwo im Internet irgendwas zu machen. Marsch. Ich hätte es noch geschafft, wenn dieses blöde Flugzeug nicht in die Luft flogen wäre, hätte ich es vielleicht noch komplett geschafft. Jetzt habe ich 13 von 14 Paketen abgeliefert, habe noch 2 Minuten. Ja, auf geht's. Hätte ich vorher nicht kurz rausgemusst, dann hätte ich die komplette Mission geschafft.
Sogar GTA 5, Post, dass du zu wenig lieferst. Was denkt ihr? Hm? Was denkt GTA? Ganz ehrlich, wenn du was zu sagen hast, dann sag's doch einfach und tu nicht so auf Kindergarten machen. Ich meine, wie alt bist du? 3? Warum beleidigst du ihn, Reinhard? Ist doch nicht sein Problem, wenn du es nicht verstanden hast. Außerdem habe ich es wirklich nicht verstanden. Irgendwas von Beef habe ich gehört. Hat es jemand verstanden? Ja, ich habe es nicht verstanden. Ja, irgendwas gesagt, wenn irgendwas nicht geliefert wird oder so. Genau, habe ich es auch nicht verstanden. Irgendwas mit GTA. Hm. Ja, GTA habe ich auch gehört. Irgendwas GTA und Beef habe ich gehört. Ja, Beef habe ich auch gehört. Egal, wenn er nicht die Eier hat zu sagen, was er sagen will, dann soll er das Maul halten. Freundlich wie immer. Puyo, alles fit bei dir? Alles super, ein bisschen geschafft von der Arbeit. Denke ich mir. Wie läuft denn das momentan bei euch eigentlich wegen Corona? Gibt es da schon neue Entschärfungen oder irgendwas Neues? Entschärfungen? Möchte ich hier jetzt nicht sagen, weil dann würde ich ungefähr meine Position. Ja, okay, gut, verstehe ich. Sehr wichtig, vergiss es. Kannst du mir anders mal sagen, eventuell, wenn du das hast. Ja, sehr gerne, ist recht interessant. Finde ich auch. Wenn der Typ jetzt nochmal Evil sagt, dann suche ich ihn, jage ich ihn und töte ich ihn. Was? Eieiei. Blue Sky, ja. Hm. Fürs Radio arbeiten finde ich auch irgendwie cool. Fürs Radio? Mhm. Ja, die Idee finde ich irgendwie geil. Ja, das ist schon cool. Vor allem, wenn du bei einem öffentlich-rechtlichen Sender bist, da hast du auch relativ einen sicheren Job soweit. Ne? Das ist schon gut. Wenn du deinen Job vernünftig machst, hast du einen sicheren Job und ein gutes Einkommen. Ja, du hast halt immer nur gefühlt 8 Lieder, aus denen du aussuchen kannst. Ne? Aber so. Ja, naja, gut, das kommt natürlich auch darauf an, welcher Radiosender es ist. Es gibt ja mittlerweile auch genug Online-Radiosender. Reinhard hat ja mal einen Online-Radiosender gemacht, in dem er Lieder abgespielt hat. Ja. Und in einer Folge von diesem Online-Radiosender hört man ganz genau, wo Reinhard dann sagt, ich gehe mal kurz in die Pause. Wo er dann anfängt zu masturbieren. Wirklich. Gibt es. Ja, Radio Bob gibt es hier bei uns. Das ist ganz cool. Die machen immer... Na, das ist, glaube ich, hier Schleswig-Holstein. Interessant, Kollege. Auch so Oldschool-Rock und so, das ist ganz nice. Ja. Durch einen Radiosender geleakt. Nicht schlecht. Hast du nicht so ein Internetradio gemacht? Oder so? Ich habe das mal eine Zeit lang gemacht, tatsächlich. Mhm. Genau. In der Zeit, als ich mit YouTube angefangen habe, habe ich mich auch mal so an einem Online-Radiosender versucht, so auf Freitagabend. Auch so 200, 300 Zuschauer gehabt. War Hörer. Ganz interessant, ja, eigentlich. Das ist schon gut. Ja, es war nicht verkehrt damals. Siehst du, dieses Material, das wäre alles so Gold wert. Ich würde es so gerne hören. Gib's doch. Gib's doch alles online. Wurde doch alles archiviert. Echt schade. Ja, Mann. Würde ich auch noch machen. Richtigen. Aber dann nur Metal und so ein Kram würde ich da laufen lassen. Ja, bei mir lief vor allem Gothic. Hm. Ja, da kenne ich mich nicht so aus. Ich höre... viel so Amon Amarth, Powerwolf, aber auch halt so Death Metal ganz viel. Ja, ich habe das meistens Freitagabend gemacht. So. Und das habe ich aber bloß ein halbes Jahr oder so gemacht.
meistens dann Freitagabend, aber auch nicht jeden Freitag. Und hab dann mal einen Abend lang Gothic gemacht, einen Abend lang Power Metal, einen Abend Death Metal. Ich habe sogar mal einen Black Metal Abend gemacht. Also. Ja, Black Metal habe ich früher viel gehört. Oh, ist da gab schon gutes Material dabei. Wie hieß dein Radiosender? Oh Gott, weißt du, wie lange das her ist? Keine Ahnung mehr. Ich glaube, irgendwas mit Drache auch. Na, wer hätte das gedacht? Ich habe das damals sogar auf YouTube bekannt gegeben, als ich das gemacht habe, aber frag mich nicht. Ich habe keine Ahnung mehr, wie ich da geheißen habe. Kein Plan. Hast du mal überlegt, sowas nochmal zu machen? Ja, das Problem ist, dass du bei sowas sehr schnell, vor allem mit meiner jetzigen Größenordnung, dann bekommst du sehr schnell Probleme mit Öffentlich-Rechtlichen und so. Deswegen, damals hat es keine Sau interessiert, weil mit 200, 300 Zuschauern und damals vielleicht 1000 Abonnenten oder was, oder 800 Abonnenten, hat es keine Sau interessiert. Das war, glaube ich, nicht einmal so viele Abonnenten. Das war, glaube ich, sogar noch in der Zeit, wo ich 50 Abonnenten hatte. Da hat es keine Sau interessiert. Ich glaube, das hätte nämlich Potenzial. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich das Leute anhören würden. Ja, ja. Ja, es mag sein. Du musst ja nicht unbedingt Musik spielen. Du kannst ja auch so Podcasts machen und ab und zu mal deine eigenen Songs spielen. Ich habe ja auch überlegt, ob ich vielleicht hergehen soll und mich bei Radiosendern oder so beruflich bewerben vielleicht. Sorry. Oh, jetzt hau ich mein Mikrofon rein. Versuch da in die öffentlich-rechtliche. Hey. Ja, Rainer, schade, dass du das nicht gemacht hast. Jetzt habe ich vor lauter Schreck mein Mikro fast umgehauen hier. Ja. Du im öffentlichen Radio, das wäre natürlich was. Kommen irgendwo. Hallo. Wenn ich jetzt schon kein YouTube mehr mache. Guten Abend. Ich wieder. Ja, mit Musik ist schon nice, aber es ist schwer, mit Musik Geld zu verdienen heute. Das ist wirklich sehr einfach. Rainer, bekommst du eigentlich irgendwo noch Geld gespendet? Keine Ahnung. Ist bestimmt scheiße, wenn man jahrelang von Spenden lebt und die dann einfach ausbleiben. Das stimmt. Ich lebe nicht von Spenden. Doch. Klar, es ist natürlich... Doch, Rainer, dir wird Geld gespendet. Du verdienst kein Geld, du bekommst Geld gespendet. In den Abonnenten und so weiter ist natürlich schon ein Vorteil. Wenn du da ein bisschen mehr kriegst, aber ich habe nie von Spenden gelebt. Doch. Doch, doch. Und ihr wisst es vielleicht, aber Rainerle hatte da ja im August sein YouTube-Ende angekündigt, mal wieder, ne, am 10. August. Und wann hat er dann weitergemacht? Weiß ich gar nicht, müsste ich nochmal raussuchen. Finde ich das jetzt auf die Schnelle? Nö. Aber wir hören mal weiter. Das, wovon ich gelebt habe, ist meine Videoeinnahmen, meine Werbung und so weiter, die ich da drauf habe. Ja, aber die Wunschliste wird doch auch einiges gemacht haben, oder nicht? Ja, das war nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Klar waren da viele coole Sachen dabei, wie der Bogen und so weiter. Aber hier. Habe ich es doch gerade gefunden. Tatsächlich, 18. August. Ende Fragezeichen. Ja, kam das Video. Tatsächlich an demselben Tag, an dem dieser Discord-Leak entstanden ist. Zufall? Wer weiß. Und dann 24. August kam dann wieder hier Dragon Monday New Part 1. Vielleicht schauen wir uns hier nochmal irgendwann an. Das war trotzdem nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Benutzt du noch ab und zu die Zuckerwattemaschine? Die war ja auch schon ziemlich nice. Die habe ich mir ja selber gekauft, ja. Klar. Ach, Rainer konnte einen ganzen verdammten Jahrmarkt eröffnen mit diesen ganzen Geräten, die er da bei sich hatte. Diese Zuckerwattemaschine, Popcornmaschine, dieser Hotdog-Maker.
Bestimmt hat er irgendwo noch ein Waffeleisen gehabt, was mir jetzt gerade nicht einfällt. Und was gibt's noch? Ach, dieser Tischgrill, den er auch noch dabei hatte. Benutze ich die ab und an mal. Mhm. Zuckerwattemaschine, ey. Naja. Ich muss aber eine Sache gestehen, ich muss momentan ein bisschen kritisch sehe. Und du hattest auch die Hotdog-Maschine geschenkt bekommen. Und ja. Eigentlich war ja das quasi so ein... Ja, es war eigentlich geplant, dass da ein Video kommt, ist mir klar. Mm, da kommt auch ein Video, ein aber schreckliches. Was soll ich da noch machen? Es gibt jetzt keine Videos mehr und ich werde auch nichts mehr machen. Ich habe auch nicht mehr vor, wieder anzufangen. Wie gesagt, am selben Tag erscheint das Ende-Fragezeichen-Video. Klar, habe ich neulich mal drüber nachgedacht oder grundsätzlich denke ich momentan drüber nach, weiterzumachen, aber auch nur, weil mir langweilig ist. Weil ich im Prinzip nichts zu tun habe, außer irgendwie zu zocken. Beruf suchen brauche ich mir gar nicht erst versuchen, weil irgendwo arbeiten wird nicht möglich sein. Ja. Jedenfalls nicht, solange die Hater dann versuchen, mich jedes Mal zu leaken und dann bei meinem Chef anzuschwärzen und sonstiges. Das habe ich schon 2015 gehabt. Und damals habe ich vielleicht 3000 Abonnenten gehabt, wenn überhaupt. Ach, Rainer. Also, und heutzutage ist es mit Sicherheit noch schlimmer. Ja, aber Rainer, man braucht sich ja nur mal deine Arbeitsmoral über die ganzen Jahre hinweg anschauen. Ja, du bist faul wie sonst was. Warum sollte es in den ganzen Betrieben, mit denen du gewesen bist, anders gewesen sein? Dass du da der große Malocher warst, das bezweifle ich stark. Und deswegen wurdest du ja auch immer weitergereicht in dieser Zeitarbeitsfirma. Ja? Kannst nichts. Das stimmt schon. Aber du möchtest ja auch irgendwie nichts. Du möchtest ja auch nicht dazulernen. Man könnte sich ja weiterbilden. Das wäre ja irgendwie kein Problem. Gab ja auch öfter mal die Angebote, dass du deinen Abschluss nachholst. Hauptschulabschluss und dann vielleicht Realschulabschluss. Und dann könnte man ja vielleicht darüber nachdenken, dass man irgendwie eine Lehre anfängt. Eine Ausbildung, ne? Dass man so Grundkenntnisse erwirbt. Zur Ausübung eines Berufes. Dafür ist ja die Ausbildung da. Dass man die Grundkenntnisse erlernt, um diesen Beruf ausüben zu können, ne, um dann arbeiten zu können und dann entwickelt man sich ja auch weiter. Ne, man macht Fortbildungen oder wird halt besser in seinem Beruf und so weiter und so weiter. Aber das passiert bei dir ja nicht. Du möchtest dich ja nicht weiterbilden. Du möchtest oder wolltest immer nur da sitzen, nichts tun, und zocken, daddeln, wichsen. Das war dein gesamter Werdegang. Und dann natürlich dafür mit Geld beschmissen werden. Barrene. Ja, das glaube ich auch. Das sehe ich ein bisschen auch, so ist ja nicht, ne? Ja, das stimmt. Also ich finde, es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder du hörst wirklich mit allem auf, also komplett. Oder du machst weiter und versuchst dich irgendwie zu versöhnen mit den Leuten, die dich hassen. Nö. Versöhnen werde ich mich mit niemandem. Ja, seht ihr, das ist es ja schon wieder. Er sagt ja immer, er hätte sich für alles entschuldigt. Für alle seine Fehltritte hätte er sich ja entschuldigt. So ein hingerotztes Entschuldigung. Hat er aber nie. Hat er nie. Mir fällt kaum irgendwie ein, dass er sich da mal richtig entschuldigt hätte. Es gab ja die Aussage zu den Wien-Amokläufen, wo er am nächsten Tag dann das Video gemacht hat mit, oh ja, tut mir leid, dass ich das gesagt habe. Wobei ich glaube nicht mal, dass er das so gesagt hat. Und dann kommt ja dieses Aber. Ne? Aber, ja, ich war ja total übermüdet und die Leute haben mich genervt und bla 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 bla. Wegen Entschuldigung. Rainer, er entschuldigt sich für nichts. Weil ich grundsätzlich das mache, was ich für richtig halte. Und ich meine Meinung habe und vertrete. Und das passt den Leuten nicht, unabhängig von dem, was ich vorher das sage. Aber es ist eventuell manchmal nicht das Problem, dass vielleicht gerade die Meinung nicht richtig ist. Und man dadurch ja. Quasi es interessiert mich nicht, ob meine Meinung richtig oder falsch ist. Meine Meinung ist meine Meinung. Punkt. Ja, okay, danke. Danke, Reinelde. Ich renne immer mit dem Kopf gegen die Wand. Und dann gebe ich der Wand die Schuld, dass ich Kopfschmerzen habe. Das ist völlig falsch. Ne? So entsteht ja auch überhaupt gar keine Diskussion, wenn deine Meinung feststeht. Das kann ja nichts werden.
Und dann weiß ich ganz genau, was für einen Menschen ich mir hier gegenüber sitze. Ne, wenn der schon seine eingefahrene Meinung hat. Ein sturer Esel ist das im, ja, politisch korrekten Sinne. Ja, was heißt politisch korrekt? Eher so im, ja, ohne beleidigend zu werden. Ja? Ein Arschloch. Sagen wir es einfach so. Er ist ein Arschloch. Ja? Seine Meinung ist richtig. In Reinerles Sinne oder in Reinerles Augen. Und alles andere ist ihm egal. Das ist doch schön. Das ist asozial. Punkt. Für mich ist das, was ich sage, ja, dann mache ich ja richtig. Ja. Wenn es für jemand anderen nicht passt, dann muss er ja nicht zuschauen oder muss es ja nicht verfolgen. Der muss damit ja nichts zu tun haben. Niemand von euch ist gezwungen, mich in irgendeiner Art und Weise zu unterstützen oder so. Ja, aber du machst es halt öffentlich. Du machst es öffentlich. Das ist der Unterschied. Du kannst ja deine Meinung irgendwo in deinem Zimmer rausplärren, wie du willst. Oder in deinem Haus und Hof. Ist mir völlig egal. Aber du machst es halt öffentlich irgendwo. Und dann darfst du dich nicht wundern, wenn in der Öffentlichkeit andere Leute darauf reagieren. Ich mache das, was ich für richtig halte. Hat Hitler, glaube ich, auch gemacht. Interessantes Beispiel. Werde ich jetzt mal nicht näher drauf eingehen, glaube ich. Ja, kann sein. Aber du musst es ja wissen. Guter Konter, Rainer. Sehr guter Konter. Also, was ich nicht verstehe, ist, warum du mit YouTube aufhörst, aber dann trotzdem den Kanal behältst. Weil eigentlich ist ja die... Weil ich 9 Jahre damit verbracht habe, diesen Kanal aufzubauen. Wenn du 9 Jahre etwas aufgebaut hast, dann wirst du es auch nicht löschen. Also lass diesen Blödsinn. Schon, so ein Schwachsinn brauchst du nicht erzählen, wenn du nicht in der Situation bist, brauchen wir darüber gar nicht diskutieren. Der Kanal bleibt da, weil ich erstens mal weiterhin die Einnahmen kassiere, die ja trotzdem von den Videos generiert werden, auch wenn es jetzt jeden Monat weniger werden. Und außerdem, und ich nicht einfach von heute auf morgen mit nichts dastehen kann. Und zweitens, weil ich einfach meinen Kanal nicht löschen möchte. Muss ich ihm ja tatsächlich recht geben, ne? Warum sollte er diese Cash-Cow einfach löschen? Selbst wenn er aufgehört hätte, damals. Warum sollte er diese Einnahmequelle einfach so abschneiden? Gebe ich ihm recht. Ist zwar schwierig, aber ich gebe Reinhold recht. Vielleicht mache ich in 10, 20 Jahren weiter. Vielleicht mache ich nie wieder weiter, wer weiß. Aber ich werde meinen Kanal nicht löschen. Ich habe das Ding 9 Jahre lang aufgebaut. Ja, oder knapp 9 Jahre lang. Oder würdest du jetzt hergehen und sagen, wenn du ein Kind hast, 9 Jahre, okay, das reicht, tschüss, und du schießt ein Kind, oder was? Ach, Rainer, komm schon. Warum immer diese Extrembeispiele? Ich erschieß doch, warum erschießen? Abgeben eher würde hier besser passen, halt in der... Okay. Denn das Beispiel ist sowieso bescheuert. Also wer kommt denn auf so eine Idee? Und du hast hier gar nichts aufgebaut, Rainer. Ne? Diese 200.000 plus Abonnenten, die du da besitzt, das sind sowieso alles gekaufte Bots. Hat man ja an deinen Klickzahlen gesehen, die unterirdisch waren, für diese Größe des Kanals. Naja. Also für mich ist das genau das. Nein, es ist kein Unterschied. Natürlich, für mich ist das kein Unterschied, du Spast. Du magst mir nichts erzählen gerade. Junge, du musst doch nicht direkt beleidigen, Rainer. Beziehungsweise doch, musst du natürlich, weil dir dann immer die Argumente ausgehen. Für mich ist kein Unterschied. Jetzt pass mal auf, ich rede gerade. Junge, pass mal auf, du Spaß. Du brauchst ja nicht die ganze Zeit reinlabern. Ich rede gerade. Ja, so ist Rainerle. Ja, wenn ihr euch immer fragt, warum wird dieser Mensch eigentlich so gehasst? Warum kann man denn nicht normal mit dem reden? Oder mit dem argumentieren? Deswegen. Hör mal auf zu beleidigen. Und, was? Das steht übrigens auch in den Regeln, Reinerle. Bitte nicht beleidigen. Mache, weißt du was? Nee, ich diskutiere mit dir nicht. Ich habe 9 Jahre lang diesen Kanal aufgebaut und für mich ist das nichts anderes, weil für mich ist das etwas, was ich 9 Jahre lang großgezogen habe. Von null an habe ich dieses Ding aufgezogen.
Und für mich ist es überhaupt nichts anderes wie ein Kind. Für mich ist es meine Arbeit gewesen. Für mich ist es mein Hobby gewesen. Für mich ist es mein Leben gewesen. Und wer so ein Mein Leben, das stimmt. Reinhard, das ist wirklich dein Leben gewesen, dieser Kanal. Und der ist weg. Der ist einfach so jetzt weg. Dein Hobby, deine Arbeit, dein Leben ist weg. Ja. Deine ganzen 9 bis 10 Jahre einfach weg. Schwachsinn erzählt, wie, ja, warum machst du das und das nicht? Weil ich es nicht will. Ich mache immer, was ich will. Mhm. Ja, und wo führt dich das hin? Sekunden erst gesagt gehabt. Und ich habe mich auch nicht zu rechtfertigen dafür. Na, doch. Doch. Schon so ein bisschen. Ja. Klar, im Endeffekt muss Reinerle halt damit klarkommen. Mit diesem selbstgewählten Lebensstil, den er da pflegt. Aber ja, er muss halt damit klarkommen. Auf die Reaktion. Aktion, Reaktion. Und wenn mir da ein bisschen auf den Sack geht und dann ewig diskutieren will, um sein Met im Internet zu produzieren, weil er jetzt langsam merkt, dass ich wirklich nichts mehr mache, dann tut es mir leid, aber dann braucht ihr gar nicht das Maul aufmachen. Ganz im Ernst, ey, immer diese endlosen, nutzlosen Diskussionen, ey. Ja, irgendwie ist es aber jetzt mehr so auf deiner Seite eskaliert, Reinerle. Er hat ja nur gefragt, ob du ihn nicht dann sowieso löschen willst, den Kanal, wenn du gar nichts mehr machst. Und eigentlich hättest du mit dem Argument, ich verdiene damit noch Geld, beziehungsweise ich bekomme dadurch noch Geld, wäre die Sache ja gegessen gewesen. Aber nein, du musstest ja wieder auf die emotionale Schiene gehen und sagen, es ist mein Baby, mein Kind, was ich großgezogen habe. Erschießt du einfach so dein Kind nach 9 bis 10 Jahren, wenn es dir nicht mehr passt? Ja. Weiß ich nicht, was man dazu noch sagen soll. Aber findest du es nicht auch ein bisschen rührend, dass deine Community will, dass du weitermachst? Meine Community hat mir 9 Jahre lang auch kaum helfen können. Klar gab es User, die mich unterstützt haben. Hattest du vorhin nicht gesagt, du hast noch diese komische Drachi-Armee? Ne? Und keiner wüsste, wie viele Leute da wirklich sind, die dich unterstützen? Und jetzt, ja, beleidigst du erstmal wieder die ganze Community, die dich da die ganzen Jahre mit Geld beschmissen hat? Interessant. Aber wenn ich mir so das Ganze anschaue, die 2, 3 Videos, die komplett geliked wurden, das sind ausnahmslos die Videos gewesen, die mir am meisten auf den Sack gegangen sind. Das heißt im Klartext, wenn mich meine Community unterstützen wollen würde und wollen würde, dass ich weitermachen würde, dann hätten die längst die ganzen Videos damals immer geliked. Schon einfach aus Prinzip, um die Hater und den Hatern zu zeigen, dass es mehr Leute gibt, die liken, als Leute, die disliken. Und das einzige Video, das jetzt wirklich an die höchste Like-Quote überhaupt hat, mit fast 70%, das ist das Endvideo. Also was sagt ihr das? Das, ja. Dass es diese sogenannten Drachis nicht gibt, Reinerle, diese Drachi-Armee. Das sagt mir das. Merkst du es denn selber nicht? Ne, du hast ja auch damals schon 2000 und lass mich lügen, 16 oder vielleicht sogar noch früher, war es sogar noch früher, 2015 oder 2014 sogar, gab es ja diese Abstimmung, seid ihr Hader, Drachi oder so eine dritte Auswahl, die Reinhard halt immer nimmt, ne? Und natürlich ging das dann alles Richtung, ich bin ein Hader, ne? Und dann war Reinhards Reaktion natürlich, ja, die Abstimmung, die ist ja gefälscht worden, da hat irgendein Hader, ganz, ganz viele Klicks auf ich bin ein Hater gemacht. Das kann ja gar nicht sein. Ich habe ja... Nee, kann ja nicht sein. Wo sind meine ganzen Fans? Das hat er wirklich immer noch geglaubt. Dass er jetzt auch noch so viele Fans hat. Unglaublich. Einer. Und das Trainingsvideo. Das Trainingsvideo hat keine 70%ige Like-Quote. Das einzige Video, was eine 70%ige Like-Quote und damit die höchste überhaupt hat,
von meinen ganzen Videos der letzten 9 Jahre ist das Endvideo. Also 70% Likes. Das ist seine höchste Quote. In all den Jahren. Rainer. Dann musst du doch auch selber merken. Ach, was rede ich denn da? Was rede ich denn da? Niemals merkt dieser Mensch noch irgendwas. Was sagt dir das? Ja, dass dich keiner will. Raus mit dir aus dem Internet. Warte mal, ich guck mal ganz kurz nach. Es kann sein, natürlich sein. Du siehst überhaupt nicht, wie viel Prozent die haben. Das sehe ich, weil es im Dashboard angezeigt wird. Aber dir werden meine Videos werden dir nicht im Dashboard angezeigt. Gab es da nicht damals noch den Dislike-Button? Konnte man sich das doch irgendwie ausrechnen, hätte ich gesagt gehabt. Naja, ich kann ja die positiven durch positive plus negativen teilen. Dann habe ich auch die Rate. Ja. Nee, das geht nicht. Geht nicht? Das geht eben nicht, weil das eine Ding ist. Eine Ding? Weil es von YouTube, du musst die positiven, negativen und die Aufrufe zusammenrechnen. Und wie das genau gemacht wird, weiß ich nicht. Warte, ist der Hater. Die Aufrufe sehe ich doch. Und wenn ich die positiven und die negativen Daumen hoch bzw. Daumen runter sehe, dann kann ich das doch ausrechnen. Oder? Achso, du meinst Rate pro Aufruf oder was? Das kann ich ja auch berechnen. Ich sehe ja alles drei. Weil du weißt ja nicht, wie das berechnet wird von YouTube. Hä? Was soll denn da noch für eine geheime Formel hinter sein? Das ist doch eine einfache Prozentaufgabe. Die Sachen, die ich sehe, siehst du nicht. Die siehst du nicht. Die wirst du auch nicht sehen, außer du hast Zugriff auf meinen Kanal. Also ich sehe ja die Likes und ich sehe die Dislikes und dann kann ich ja die Likes aber du weißt berechnen. Nicht, wie YouTube, aber du weißt doch nicht, welchen Rechenweg YouTube dafür verwendet. Was? Das wird wohl kaum irgendwo im Internet stehen. Mega komplexe Formel. Na gut, der eine, der trollt jetzt natürlich, ne? Klar, mega komplexe Formel. Aber das kann er doch nicht ernst meinen. Diese einfachste Prozentaufgabe kann er doch jetzt nicht als super geheime Formel hinstellen. Mega komplexe Formel mit Sicherheit nicht, aber es kommt darauf an, was die alles berücksichtigen. Was Likes, denn? Dislikes, positive, negative Kommentare. Nein! Da haben doch positive... Wie will YouTube denn positive, negative Kommentare bewerten? Das wissen die doch gar nicht, ob das positiv oder negativ ist, der Kommentar. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Aufrufe, du weißt doch gar nicht, was die alles berechnen dafür. Ja. Drei Sachen, Reinalle. Positive, negative und die Aufrufe. Und daraus lässt sich eine Prozentzahl ermitteln. Die Aufrufe sind die 100%. Und dann, Moment. Die Aufrufe sind die 100%. Dann kann man ja gucken, wie viele von diesen haben positiv gedrückt. Wie viele von denen haben negativ gedrückt. Und der Rest ist halt unentschlossen. Ich kann dir sagen, es gibt kein Video, das eine 70%ige Like-Quote hat bei mir. Außer das Endvideo. Weil ich das sehe. Das kann ich mir alles anzeigen lassen. Da brauche ich nichts nachrechnen. Ja, ich denke schon, Es gibt Videos, die haben 40 oder 50%ige Like-Quoten. Ich überlege tatsächlich gerade, was ist mit den Leuten, die tatsächlich nichts von beiden nichts drücken? Ich entschuldige mich bei dir, Reinalde. Ich entschuldige mich. Es ist doch eine mega komplexe Formel. Aber das sind vereinzelte Videos, wie das Radl-Video oder sowas. Und da kommt ein Video auf Tausende. Und es gibt kein Video, das eine so hohe Like-Quote hat. Das ist das höchst gelikte Video. Also was sagt ihr das? Noch einmal. Ja, dass es vielleicht mehr Hater als Fans gibt, aber du hast doch immer eine konstante Like-Zahl, oder? Und dann kannst du ja sagen, ich habe so eine konstante Fan-Gemeinschaft. Ich habe keine konstante Like-Zahl.
Ja, die Likes sind auch meistens über 1000, über 500, oder? Ja, über 1000, über 500, dann sind es 1400, dann sind es 1000, dann sind es 1600, dann sind es 1900. Ja, aber immer mindestens 1000, also hast du mindestens 1000 Leute, die jedes Mal dein Video liken. Oder 900 Aufrufe, also es gibt ganz unterschiedlich viele. Es kommt immer aufs Video an. Meine Let's Plays zum Beispiel haben so gut wie keinerlei Like-Quote. Die haben im Schnitt zwischen 500 und 200 Likes irgendwie. Ganz unterschiedlich. Gefragt, warum? Das interessiert mich nicht, warum. Ich mache meine Videos nicht wegen Likes. Ach, ich bin doch bescheuert nicht. Ich brauche ja die Aufrufe gar nicht. Ich brauche das ja gar nicht. Jetzt bin ich selber drauf reingefallen. Nein, ich brauche ja die Aufrufe. Ich brauche ja nur die positiven und die negativen. Beides zusammen als Summe ergibt ja 100%. Und dann kann ich ja die Prozentanzahl... Ach, ich bin total... Rainer, der macht mich schon selber fertig hier. Mann, ich brauche die Aufrufe ja gar nicht. Sei Schwachsinn. Likes und Dislikes. Ich mache meine Videos oder ich habe meine Videos gemacht, weil es mich interessiert hat, weil es mir gefallen hat. Wenn ich meine Videos nur wegen Likes und Dislikes gemacht hätte, hätte ich schon lange aufgehört. Besser wäre es. Interessiert nicht, ob ich Likes oder Dislikes habe. Es ging gerade auch nicht darum, ob ich Likes oder Dislikes mehr habe. Braucht noch nicht die ganze Zeit ablenken. Geht nur darum, dass ich keinerlei Unterstützung an sich sehe, was das Große und Ganze angeht. Klar gibt es vereinzelte Leute und denen bin ich auch dankbar und habe mich auch oft genug bedankt schon und bedanke mich auch immer wieder dafür, aber wenn man das große Ganze betrachtet, sehe ich da keinerlei Unterstützung. Ich betrachte da nicht nur das, was ich mal bekommen habe oder mal den positiven Zuspruch, auch wenn das da ist, sondern ich betrachte das große Ganze und dazu gehört unter anderem Like-Dislike-Verhältnis, Aufruf-Verhältnis, dazu kommen die Kommentare, dazu kommen die Mails, die Nachrichten, dazu kommt das Amazon, dazu kommt das damalig noch das gekaufte Merch, dazu kommt das Zeug auf Twitter, auf Instagram, auf Snapchat, auf TikTok und so weiter. Die Besuche, ne? Zählst du die auch damit zu, Reinalde? Ich bitte dich, das große Ganze. Wenn du wirklich das große Ganze sehen würdest, dann solltest du aufhören. Und ich betrachte das Ganze als globales Zeug. Global? Weil meine Zuschauer oder besser gesagt meine Fans oder meine Leute, die mich unterstützen, unabhängig von Fan, Zuschauer oder Hater, die zeigen ja an, was Sache ist. Ja. Also fühlst du dich ein bisschen von deinen Fans im Stich gelassen? Ich fühle mich überhaupt nichts, mir ist das egal. Das stimmt doch gar nicht. Du hast doch vorhin gesagt, du bist enttäuscht von deinen Fans. Ich sag nur, dass es keinen Sinn ergibt, weil das irgendjemand gerade gemeint hat. Weil irgendjemand gerade so einen Schwachsinn erzählt hat von wegen, dass die Hater dass die Leute wollen, dass ich weitermache. Und das sehe ich irgendwo nicht. Nee, stimmt. Es gibt wahrscheinlich die und die, aber ich denke, also es schon einige gibt, wie auch mich, die das schon freuen würde, wenn da nochmal was kommt. Kann schon sein. Ja, ich bin da zwiegespalten. Mittlerweile, muss ich sagen. Ich hatte auch so 2020 hatte ich auch so gedacht, ja, wäre schön, wenn Rainer tatsächlich aufhört, sich aus dem Internet zurückzieht und nichts mehr macht. Ne? Der soll weg. Dann denke ich aber auch so, ja, es ist ja doch in gewisser Weise so ein bisschen Entertainment, was Rainer da abliefert. Ist natürlich halt Trash-TV. Aber in irgendeiner Form ist es ja doch unterhaltsam. So ein bisschen. Ja, sonst würde ich ja auch nicht diese Videos hier drehen. Deswegen bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde es aber eigentlich schon ganz gut, dass Rainerle komplett am Boden ist. Und die Konsequenzen für sein Handeln erfährt. Das geht schon runter wie Öl, muss ich sagen. Über all die Jahre, wenn man das so verfolgt hat und er so tun und lassen konnte, was er wollte. Und nie
ja, wie gesagt, nie irgendwelche Konsequenzen erfahren hat. Wofür normale Menschen halt sofort angeklagt werden. Steuerhinterziehung, Notrufmissbrauch, irgendwelche Gewalttaten. Gut, dafür wurde er ja verurteilt. Stimmt. Aber halt mit Dulli-Bonus, muss man dazu sagen. Ne? Sehr großem Dulli-Bonus. Und ja, jetzt ist Reinelde am Boden oder auf dem Boden der Tatsachen gelangt, läuft durch Emskirchen und Nürnberg und weiß nicht wohin. Aber ist ja noch nicht vorbei. Er hat ja schon angekündigt in einem TikTok-Video, es wird weitergehen. Irgendwie. Sind wir mal gespannt. Würde ich sagen. Es wäre nicht schlimm, wenn Reinelde jetzt tatsächlich gar nichts mehr macht. Gibt ja genug andere Hobbys, denen man nachgehen kann. Aber, ja. Mal sehen. Es bleibt spannend. Sagen wir es so, es bleibt einfach spannend. Machen wir weiter. Philosophieren wir nicht drüber. Ich habe drauf Play gedrückt, das oder? Das kann schon sein, aber das bringt ja mir nichts im Endeffekt. Nein, das ist richtig, aber du sagtest selbst ja mal, dass du auch schon Leuten geholfen hast mit dem, was du gemacht hast. Und deswegen ist natürlich so ein abruptes Ende für manche einfach so ein bisschen ja, unvorhergesehen. Aber ich meine, das kann man halt auch verstehen. Unvorhergesehen? Nach 9 Jahren ist es unvorhergesehen. Ich weiß nicht, was bei euch unvorhergesehen ist. Ja, doch. Naja, was heißt doch? Dass du dein Ende ankündigst, das ist ja schon öfter passiert, auch schon in den ganzen Anfangsjahren. Wurde ja auch auf Juno-Zeiten, oder was? War es ein Juno-Video? Nee, es war, glaube ich, auch ein YouTube-Video, wo du gesagt hast, ja, wenn hier nicht dieses Video bis morgen so und so viele Likes bekommt, dann höre ich auf. Ja. Und was ist gewesen? Nichts. Ging immer noch weiter. Dann hast du ja mal deinen Tod vorgetäuscht. Auch andere Ende-Videos kamen schon mal. Ja, also, das ist sowieso ein Kreislauf. Also ich weiß nicht, wer hier im Channel noch gedacht hätte, dass es jetzt innerhalb von einer Woche, dass du so ein Video machst. Ich glaube, das war jetzt für viele nicht so absehbar, weil du ja immer gesagt hast, irgendwie du lässt dich nicht brechen und so. Deswegen, ich fand es schon ein bisschen unvorhergesehen. Ich finde eigentlich, dass man das hätte kommen sehen müssen. Ich hätte mit sowas, oder ich würde mit sowas schon seit Monaten oder Jahren rechnen. Also ich habe auch gedacht, dass du es länger aushältst. Besser. Länger? Gott, ganz ehrlich. Vielleicht solltet ihr das Ganze mal machen. Mal gucken, wie lange ihr aushaltet. Ja. Komm, der Zusatz. Wenn du provozieren willst, solltest du dir was anderes überlegen. Also ich fand eigentlich auch, dass du einen sehr starken Eindruck gemacht hast. Stark. Die ganze Zeit. Nein. Starker Eindruck und das eine hat ja mit dem anderen nichts zu sagen. Der starke Eindruck hat ja nichts damit zu tun, dass ich das so sehe, wie ich es sehe, oder dass ich es so mache, wie ich es mache. Also auf dem Trainingsvideo hast du eine Like-Rate von 60%. Natürlich sind das nicht 70%, aber das ist auch recht hoch. Es könnte sogar sein, dass es zu deinen drittmeistgelikten Videos zählt. Na, Rainer, stimmt das? Also ich meine bloß damit, nicht jeder wünscht dir Schlechtes, weißt du? Hab ich auch nie behauptet. Doch. Hast du. Gerade vor ein paar Minuten. Und das Endvideo, das so extrem geliked wurde... Wo die höchste Like-Quote überhaupt habe, zeigt mir eigentlich nur, dass die Leute keinen Bock mehr drauf haben. Ja. Dass ich weitermachen soll. Ja. Aber wenn du mich fragst, ist das nicht gerade die Aussage, die man treffen sollte, wenn man will, dass jemand weitermacht. Also ich habe schon ein, zwei YouTuber gehabt, die aufgehört haben und auch so ein Endvideo gemacht haben. Und da habe ich nicht geliked, da habe ich gedisliked, weil ich wollte, dass die weitermachen. Ja, aber das ist auch so eine Sache. Also zum Beispiel bei Artikeln oder bei irgendwelchen Fernsehberichten im Internet, die über schlimme Sachen handeln, da ist es ja auch oft so, dass sie sehr viel geliked werden.
die Leute jetzt nicht so richtig denken, wissen, was sie machen sollen. Wenn es zum Beispiel vom Amoklauf ist, soll man da liken oder soll man da disliken, den Fernsehbericht? Warum muss ich den überhaupt liken oder disliken? Ein Fernsehbericht oder ein irgendein Bericht. Fernsehbericht kannst du nicht liken oder disliken. Naja, wenn es auf YouTube hochgeladen wird, meine ich. Ah. Ja, dann würde ich entsprechend liken oder disliken, wie sich das verhält. Wenn ich irgendwas positiv finde, like ich es. Wenn ich etwas dislike, wenn ich etwas nicht mag, dislike ich es. Ich weiß auch gar nicht, wo da das Problem steht. Verstehe auch gar nicht, warum man darüber diskutiert. Ist doch normal, dass man, was man mag, liked und was man nicht mag, disliked. Wo ist denn da das Problem? Wie kann man also, das jetzt... Das ist doch der Sinn eines Likes. Also was würdest du denn bei dem Fernsehbericht auf YouTube über den Amoklauf machen? Liken oder disliken? Ja, aber reden wir jetzt über den Amoklauf oder über diesen Fernsehbericht als solches? Das musst du ja differenzieren. Du musst doch sehen, was ist der Inhalt? Wenn da sachlich über etwas gesprochen wird, also was weiß ich, eine Dokumentation oder sowas, dann kann ich das doch auch liken, auch wenn es ein Amoklauf ist. Weil mir ja Nachrichten gebracht werden. Wenn das jetzt islamistische Propaganda oder was weiß ich was ist, da kann ich ja da ein Dislike drauf machen. Das kann man doch auch differenzieren. Oder ich lasse es einfach. Und like oder dislike es gar nicht, sondern nehme halt einfach nur die Information mit. Ich schaue mir sowas gar nicht an, also von daher ist so eine Frage komplett irrelevant für mich. Ja. Das ist ja genau der Kern der Frage, also mag man es oder mag man es nicht? Ich würde mich bei sowas enthalten, Punkt. Hm. Das ist nicht, es geht ja nicht nur um liken oder disliken, ich würde mich bei sowas enthalten. Scheiße. Wobei ich sowas dislike. Dieselbe Idee, verdammt. Würde, weil ich das überhaupt nicht lustig finde, so ein Scheiß. Ich weiß nicht, wie ich das sage. Das kommt auf die Art des Amoklaufs an. Auf die Art des Amoklaufs? Ach du meine Güte. Was gibt es noch für verschiedene Arten? Ist jemand Amok laufen, weil er sein Leben lang gemobbt wurde? Ist jemand... Das gibt ein Like. Ist jemand Amok laufen aus ethischen oder religiösen Gründen? Das gibt ein Dislike. Es gibt tausende verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Ist jemand einfach nur Amok laufen, weil er einfach keinen Bock auf irgendetwas hatte? Oder sonst irgendwas? Ach du Scheiße. Rainer, da hat es genau... verkehrt gemacht. Ich habe ja gerade gesagt, man muss es halt differenzieren zwischen dem Inhalt und dem Sender, der das berichtet. Also wenn es eine reine Berichterstattung ist. Aber Rainerle geht tatsächlich nur von dem Inhalt aus und differenziert darunter. Und differenziert jetzt Amokläufe untereinander. Ob die gut oder schlecht sind. Junge, er will mir jetzt also sagen, ein Amoklauf aufgrund von Mobbing ist gut, ein Amoklauf aufgrund von religiösen Fanatismus ist schlecht. Das kannst du dir doch nicht mehr ausdenken, Reinhard. Bitte hör auf zu reden. Sag mal ganz ehrlich, ey, was ist denn das für eine Diskussion überhaupt gerade schon wieder? Was ist das für ein Denken? Was ist das? Dass ihr immer so einen Schwachsinn von euch geben müsst, ey. Selber. Wie wär's denn, wenn ihr euch einfach mal über normale Themen unterhaltet? Was haltet ihr davon? Na, schlag eins nichts vor. Wahrscheinlich, ne? Was denn für Themen? Es ging um Likes und Dislikes, Rainer. Gut. Mann, ey, das ist echt immer dasselbe. Ja, ja. Das Schöne ist ja aber auch, Rainerle, dass komischerweise immer du derjenige bist,
der das eskalieren lässt. Wem würdest du dich denn gern unterhalten? Ich würde mich geil unterhalten, ich bin am Zocken. Dann geh raus aus diesem verdammten Discord. Verschwinde doch einfach, wenn du dich nicht unterhalten willst. Warum bist du da? Also das regt mich jetzt auf. Nee, Rainer, komm. Wenn du dich nicht unterhalten willst, dann geh doch. Aber du musst ja zu allem dein Senf dazugeben. Mann. Aber normale Themen wären beispielsweise ein neues Album, das rausgekommen ist, eine CD oder irgendwie ein Künstler, der irgendwas gemacht hat, irgendwie, keine Ahnung, wie angekündigt, dass ein neues Album kommt oder irgendwelche Sachen sind normale Themen. Oder ein neues Videospiel. Oder ein neues Videospiel. Und Themen sind halt interessanter. Ja, also ich finde solche Smalltalk-Themen finde ich total langweilig. Das ist mir nicht tiefgründig genug. Ja, mit der Zeit sind halt anspruchsvollere Diskussionen viel spannender, wenn man. Ja, und auch hitzige Diskussionen. Spaß machen. Ich für meinen Teil finde das Einmischen in das Leben anderer Menschen nicht so interessant. Aber vielleicht bin ich da einfach. Du bist was ganz Besonderes, ja. Ach, da fällt mir jetzt kein richtiges Wort dafür ein. Du bist besonders. Vielleicht bin ich dafür einfach zu vernünftig, was weiß ich. Aber die Diskussion ging ja jetzt gerade nicht um das Leben von dem. Also ist es unvernünftig, über kontroverse Themen zu diskutieren, oder wie soll ich das jetzt verstehen? Komme ich jetzt dahin? Okay. Geht's lang. Schließt Rainer doch einfach aus. Ich verstehe, warum man jetzt überhaupt diskutieren muss. Ich meine, fällt euch denn nichts anderes ein zu haten? Was? Wo haten die denn? Wenn ihr schon haten wollt, fällt euch da echt nichts Besseres ein? Also du nimmst jetzt ja an, wir würden irgendwie haten wollen, aber wir wollen ja eigentlich nur diskutieren. Ja, ja. Debattieren. Schwierig. Eieiei, schwierig, schwierig. Ja. Und okay, jetzt? Ja, dann lass uns mal machen, was der Drache wollte. Was ist denn jetzt so ein Thema? Was der Drache wollte, ey. Freut sich einer von euch auf ein Videospiel, was rauskommt in nächster Zeit? Ist da irgendwer total hyped? Nee, ich spiele keine Videospiele mehr. Ja, Call of Duty, das Neue. Okay, gut, dass wir drüber geredet haben. Ja. Fährt einer von euch auf ein Konzert in nächster Zeit? Nee. Nö. Ich gehe auf keine Konzerte. Na gut, dann. Oh, ein spannendes Leben, Junge. Und wie ist das Wetter so bei euch? Schön. Bewölkt. Gut. Regnerisch. Gut, ja. Sonne. Gut. 24 Grad und Sonne. Perfekt. Gut. Gut. Für die Leute, die schon öfter hier sind, ihr denkt euch wahrscheinlich gerade das gleiche wie ich, oder? Was denn? Du hast doch diese Themen vorgeschlagen, beziehungsweise gesagt. Man soll sich darüber unterhalten. Okay, ja. Ich glaube, niemand denkt das gleiche wie du, Rainer. Mhm. Wenn du meinst. Ich denke, die Mehrheit der Normal User denkt sich denselben Blödsinn, den ich mir gerade denke. Mhm. Ist das so? Oh, großer Lord der Drachen, welches Thema dürfen wir denn behandeln? Hat das mit Sex zu tun? Nein, es hat damit zu tun, dass ich Idioten wie dich banne. Was hältst du von der Idee? Jetzt ist aber still hier. Es ist immer dasselbe Quatsch. Ihr könnt euch nicht wie vernünftige Menschen verhalten. Ihr regt euch immer darüber auf, dass ich so dumm bin, aber stellt euch selber dümmer an, als ich mich hier anstellen könnte. Mhm. Ich meine mal ernsthaft. Ihr seid immer angeblich alles Studenten und Promierte und was weiß ich alles. Promomierte, wie auch immer. Ja, davon gehst du aber du immer aus, Reinalle. Dass die meisten einer ganz normalen Arbeit nachgehen, also Erwerbstätige sind,
Das ist ja auch noch nie so richtig in den Sinn gekommen, ne? Es sind ja immer alles faule Studenten, die den ganzen Tag nichts tun. Aber das spiegelst du halt wieder mal ganz gerne. Immer alle, wie auch immer, ist halt angeblich immer alles so intelligent und so schlau und stellt euch immer als die geilsten Menschen hin. Und dann stellt ihr euch gleichzeitig als die dümmsten hin, indem ihr hier jedes Mal versucht, einen Menschen zu haten. Und meint, der checkt das nicht, nur weil er irgendwie nicht drauf reagiert oder so, weil ich genug andere Sachen gerade zu tun habe, wenn ich am Zocken bin und alles. Oder sonstiges Scheiß. Ich verstehe es halt nicht, wie man sich so daneben benehmen kann. Ich meine, man muss doch irgendwo ein bisschen echte Intelligenz an den Tag legen, wenn man andere schon als unintelligente Menschen bezeichnet. Also. Selber, Rainer. Selber. Das raff ich halt nicht. Das geht mir halt absolut nicht in den Kopf. Ja, du bist halt dumm. Das ist schlechte Erziehung. Also Intelligenz und Moral sind ja nicht voneinander abhängig. Das stimmt. Zum Beispiel Adolf Hitler war sicherlich auch ein sehr intelligenter Mensch, aber er war halt unmoralisch. Das stimmt auch. Ja, das Dumme ist nur, dass die Hater beides sind. Mhm. Intelligent und unmoralisch? Das ist das Problem daran. Hater sind weder intelligent noch moralisch. Hey, ich dachte, auch wenn sie immer glauben, dass sie so intelligent sind, weil sie in einer so hohen Schule waren. Schaut mich an, ich war in der Sonderschule und bin schlauer als so ein Scheiß. Weil das, was ich gelernt habe in der Schule, nicht auf mein reales Leben wirklich Auswirkungen hat. Mal abgesehen vielleicht von Schreiben und Rechnen. Und selbst das kannst du nicht. Gut, konnte ich vorhin auch nicht. Gebe ich zu. War auch ein bisschen verwirrt gerade mit dem Like-Dislike-Verhältnis in Prozent. Weil ich da irgendwie die Aufrufe mit reingebracht habe. Aber ja. Das stimmt, ja. Das hat keine Auswirkungen. Nein. Ja, und was interessiert mich, außer ich bin vielleicht ein Chemiker, was für chemische Zusätze in, keine Ahnung, Spülmittel drinnen sind? Allgemeinbildung, hätte ich gesagt gehabt. Das ist nur ein Beispiel. Kann ich jetzt gleich wieder über Spülmittel diskutiert werden? Ja, wenn du Allergiker bist, vielleicht. Naja, manche sind halt vielseitig interessiert an vielen Dingen und lesen halt sich gerne in Sachen ein, die sie eigentlich nicht brauchen. Wie gesagt, das ist halt eine Basis. Allgemeinwissen nennt man das auch. Die man so an Informationen mit sich rumträgt. Über das Für und Wider kann man sich natürlich streiten, aber man versucht halt den Menschen schon so ein bisschen was beizubringen. Das können sie ja machen, das stört ja keinen. Das hat aber ja nichts mit Intelligenz zu tun an sich. Jedenfalls nichts mit menschlicher Intelligenz. Oder nichts mit Empathie oder nichts mit sozialer Kompetenz oder sonst was. Und dann kommen die Leute, da kommen die Hater immer her und mucken sich voll auf und was weiß ich alles. Denke ich mir jedes Mal so aufs Neue, ganz ehrlich, ihr mögt den noch so größten Schulabschluss haben, den es gibt. Ihr mögt von mir aus einen siebenfachen Doktortitel haben. Mhm. Aber wenn ihr euch so unmoralisch und so daneben benehmt und so sozial inkompetent aufführt, dann braucht ihr euch nicht hinstellen, als wie die geilsten Menschen, die ihr nicht seid. Aber meinst du nicht, dass es dann besser ist, als der klügeren Schritt zurückzugehen und sich immer gegenzusteuern? Tja, ich bin eben nicht der Klügere, habe ich auch nie behauptet. Ich sage nur, dass ich keinen Bock auf diesen ganzen Scheiß habe. Ich führe mein Leben so, wie ich es will. Und ich werde nicht hergehen und zurückweichen, wenn Leute auf mich losgehen. Warum sollte ich auch? Aktion, Reaktion, Reinhold. Und du wirst schon sehen, wohin dich das bringt, diese Einstellung. Ich bin nicht der, der bei anderen vor der Haustür steht. Ich bin auch nicht der, der irgendwie um die halbe Welt fährt, um Leuten auf den Sack zu gehen. Ich führe einfach nur mein Leben und die Leute mischen sich in mein Leben ein. Ja, stimmt. Du machst halt Videos und Streams, um anderen Leuten auf den Sack zu gehen. Die Schallplatte kennen wir schon. Das stimmt. Ja, wie wär's, wenn du dir dann mal eine neue kaufst? Dann brauche ich meine nicht immer wiederholen. Weil diese Schallplatte wiederholt sich nur deswegen immer wieder, weil ich immer wieder die gleichen Aussagen höre. Mich langweilt es mehr als euch wahrscheinlich. Glaube ich nicht. Ja. Mich langweilt es unfassbar, jedes Mal die gleiche Schallplatte abspielen zu müssen. Nö, das ist... Aber es hilft dir nichts, weil ich kriege keine anderen Aussagen entgegen. Ja, dann solltest du vielleicht mal deine Schallplatte ändern, Reinhard.
Aber das kannst du ja auch nicht. Schaffe ich das mit 2 Minuten noch? Werden wir gleich sehen. Aber meinst du nicht, dass wenn ihr so eine größere Masse einen bestimmten Weg zeigt, dass es dann besser wäre, den vielleicht auch zu gehen? Warum? Mhm. Soll ich meine Persönlichkeit dafür opfern, nur damit ihr zufrieden seid, oder was? Ach, Rainer. Seine Persönlichkeit opfern. Wieso ihr? Komm, Junge, lass es stecken. Ist immer der gleiche Käse, ganz ehrlich. Dann geh doch raus aus diesem Discord, Rainer. Warum machst du es dann immer, wenn es immer der gleiche Käse ist? Ich mache überhaupt nichts. Ich reagiere lediglich auf eure Aussagen, aber ihr bringt immer den gleichen Quatsch. Du doch auch. Du bringst auch immer die gleiche Schallplatte. Warum reagierst du darauf? Ja. Junge, lass deinen Schwachsinn stecken. Wenn du diskutieren willst, dann such dir einen anderen Discord. Nö. Ich reagiere auf das, was ich für richtig halte. Punkt. Wie oft muss ich mich eigentlich wiederholen? Vorhin regst du dich auf wegen der gleichen Schallplatte und jetzt bringst du den gleichen Scheiß wieder, sodass ich mich wieder wiederholen muss. Also erzähl mir nichts von wegen Schallplatte. Ich bin nicht der mit der Schallplatte. Ist mir scheißegal, wer du bist. Freundlich wie immer. Genau, das ist nämlich der Punkt daran. Das interessiert mich nicht, wer ihr seid. Weil es mich nichts angeht. Das Einzige, was mich interessiert, ist die Handlungen, die ihr hier abliefern und womit ihr jeden auf den Sack geht. Nee, das stimmt nicht, Rainer. Das Einzige, was dich interessiert, ist das Geld von diesen Leuten. Ne? Das ist wirklich das Einzige. Ansonsten, ja, bist du halt ein Narzisst. Und Sadist. Oh, das wird scheiße knapp. Ach, Sadist ist vielleicht ein bisschen zu hoch, ne? Oder? Na, nicht per Definition, aber. Oh, das wird scheiße knapp. Ah, sehr gut. 90 Sekunden. Nein, ich schaff's nicht mal aus dem Gebiet raus. Oh nein. Oh, fuck. Wieder Lebenszeit verschwendet. Ach, fick dich, Alter. Okay. Ach komm, fick dich, Alter. Ich dachte, da sind keine Schimpfwörter erlaubt in diesem Discord. Ach Mann, was ist denn das jetzt hier? Mensch, kannst du mal die richtige Nummer wählen, du Vogel? Ich hätte gerne eine Kurzwahltaste für meinen Mechaniker. Das geht mir auf die Nerven, dass der mir ganz unten ist. Das tut mir leid, Rainer. Wo geht's denn das nächste hin? Das hier mal als nächstes. Chef fragt gleich, warum alle so still sind. Das ist wie in Rainerles Spiel. Er ist quasi online, spielt aber eher so solo. Ja. Schön. Wir haben jetzt schon geschafft. Was ist los? Ach, hirnlose Spaß, die ich am liebsten so zusammenschlagen würde. Was? Was? Was ist denn jetzt los? Ich müsste mit all denen das machen, was ich mit dem, wie heißt der Kasper? Kinski gemacht habe. Was hast du mit dem Kinski-Hater gemacht? Dann würde vielleicht endlich das aufhören, dass die hierher tauchen. Hierher tauchen? Dann habe ich blutig geschlagen, den Wichser. Das ist schon länger her. Naja. War letztes Jahr schon. Und war letztes Jahr im März oder so war das. Seitdem ist er nicht wieder aufgetaucht. Glück für ihn. Wäre er nochmal aufgetaucht, hätte ich ihn richtig zusammengetreten. Klar, Rainer. Du und deine komischen Fantasien.
Es kommen eher mehr als weniger, weil die Spasten jetzt erst recht versuchen, ihren Meld auf die Art zu generieren. Hm. Haben sie ja, ja. In Bayern noch gerade Schulferien, ne? Da haben die sowieso Langeweile. Hm. Das Übliche, wie immer. Ich will nicht drüber reden. Ist doch auch unnötig, drüber zu reden. Ja. Aber sind sie jetzt wenigstens weg? Weiß ich noch nicht. Aber wenn sie nochmal auftauchen, sind sie tot. Ach, die sind tot. Ist echt voll. Mhm. Du Pazifist, Rainer. Na? Ich weiß nicht, was du meinst, ich habe keine 100.000. Mhm. Schau doch mal auf meinen Kanal. War gestern ganz kurz, war es ja so. Kann ich auch gar nicht, Rainer. Kann ich gar nicht mehr. Das hatte ich auch gesehen. War doch klar. Die Anti-Mobbing-Guys hatten gestern so einen Stream gemacht, oder ich weiß nicht, wer das war, mit 1300 Zuschauern, irgendwie 5 Stunden lang, und die haben die ganze Zeit nur auf den Abonnentenzähler geguckt. Das war echt lächerlich. Mhm. Der ganze Mobbing- und Hate-Bereich ist lächerlich. Und ich finde es sowieso hart lächerlich, dass die sich Anti-Mobbing-Guys nennen. Und selber. Ja, Rainer, hast du auch nicht so richtig verstanden, du Anti-Mobbing-Jesus. Mobbing betreiben, das ist doch dämlich wie sonst was. Und ja, ich weiß, es soll wahrscheinlich ein Wortwitz sein, das interessiert mich aber nicht. Mm. Die sind selber ein Witz. Mm. Ist doch auch andere. Ja. 98.000 dürften sie inzwischen mittlerweile fast sein. Dass sie da wirklich 1000 Leute mobilisiert haben, ist schon krass. Vielleicht auch irgendwelche Hacks oder so, ich weiß nicht, ob das da alles mit rechten Dingen zu vor sich geht. Ja, ja. Es ist auch. Spielt auch keine Rolle mehr. Es geht euch doch sowieso nichts an mehr. Ich meine, ging euch sowieso noch nie was an, aber ein bisschen davon. Mhm. Warum soll ich nicht gereizt sein, wenn ihr immer die gleichen Fragen stellt? Mal ganz ehrlich, was geht's dich an, wie ich mein Geld verdiene? Ja, das ist eine Frage, über die man vielleicht nachdenken sollte, bevor man sie stellt. Aber darauf kann man ja auch, auf eine kritische Frage kann man ja auch nett antworten. Also man kann auch auf eine kritische Frage erstmal drüber nachdenken, ob man die überhaupt stellen sollte. Mhm. Finde also wenn du auf was nicht antworten willst, dann lass es. Ja, wie man halt in den Wald hineinruft, Rainerle, so schallt es wieder heraus. So ist deine Art nun mal. Aber das beantwortet sich auch. Ich frage euch zum Beispiel nicht, was ihr für einen Beruf habt, oder? Ich frage euch auch nicht, wie ihr eure Kohle verdient. Nö, weil dich andere Leute ja auch nicht interessieren. Du bist ja auch nicht empathisch.
frage euch auch nicht, was mit eurem Privatleben ist im Normalfall. Also zumindest wäre mir das neu, dass ich euch irgendwelche Fragen stelle, die mich nichts angehen. Ja, weiß ich nicht, Rainerle. Es ist doch dein Discord da. Und diese Leute, die da sind, die wollen ja auch irgendwie mit dir reden. Und man kommt ja dann auch irgendwie so ins Gespräch. Warum sollte dann man dann nicht über private Dinge reden? Aber gut, das ist bei Rainerle sowieso anders. Und das Problem ist ja auch noch, dass Rainerle sein Privatleben ja öffentlich darbietet. Auch wenn es nur 2% sind. Ja, ich beschäftige mich nicht mit dem Leben eines Menschen, das mich nichts angeht. Dafür, Rainerle, hast du dich aber schon öfter ganz gut mit Excel befasst. Excel 95. Hat nichts zu tun. Doch. Nein, also, hat es nicht. Es ist letzten Endes eine Frage der Erziehung. Man kann nicht einfach hergehen und einfach die Leute, alles so. Also ganz ehrlich, ich bin so erzogen worden, dass ich mich nicht in das Leben anderer einmischen soll. Was? Das bezweifle ich. Über Geld redet man überhaupt nicht. Eigentlich. Das kommt noch dazu. Und was man verdient. Und was. Warum nicht? Natürlich. Hey, ich kann doch ja wohl mit anderen Leuten über Geld reden. Was hat, ist doch kein Tabuthema. Was er arbeitet, das geht eigentlich keinem was an. Fertig. Hä? Das ist dann noch außerdem. Wieso nicht? Ja, eine gute und eine schlechte. Naja, würde ich so spontan sagen, nicht sagen. Oder sagen wir eine vernünftige und eine unvernünftige. Das definiert jeder Mensch normalerweise für sich, aber ich persönlich finde, dass man sich nicht in das Leben anderer einzumischen hat. Mhm. Und also da kenne ich genug Menschen, die das so sehen. Ja, es gibt auch, es gibt leider viel zu viele, die das anders sehen, aber es ist trotzdem ein Fakt, dass das Leben von anderen euch nichts angeht. Das Leben der anderen. Unabhängig davon, ob das eine Person des öffentlichen Lebens ist oder nicht. Stimmt nicht. Wohlhabende Leute, die reden sehr gern über Geld. Das ist auch immer so eine Ansichtssache, ne? Also ich zum Beispiel gehöre nicht dazu. Ich habe fast gar kein Geld. Deswegen, ja. Ich kenne auch genug Menschen, die Tausende oder Hunderttausende von Euro haben. Ja, Rainer, du kennst Menschen. Vor allem die mit den 100.000 Euro. Die sind ganz vorne dabei. Davon hat Rainer mehrere Freunde, Verwandte und was weiß ich nicht alles, die er kennt. Und trotzdem nicht über Geld reden, weil die gleiche Ansicht haben wie ich. Ja, aber woher weißt du denn, dass sie Hunderttausende Euro verdienen? Oder haben? Redet nicht drüber, Punkt. Ist auch scheißegal. Jeder kann über das reden, was er will. Und wenn er nicht darüber reden will, dann soll er es einfach sagen. Also ich finde, das ist jedem selbst überlassen und hat nichts über den Menschen auszusagen. Eben. Das stimmt sogar. Ich finde, das ist eine Aussage der Erziehung. Nein, es ist nicht. Das ist auch so eine Sache. Viele Leute reden zum Beispiel ganz ungern über Sex. Ja, es ist halt eine persönliche Einstellung und Erfahrung. Und weil es halt auch was sehr Intimes und Privates ist. Ich höre da nur ganz zu, wenn darüber geredet wird. Es gibt auch welche, die ganze Zeit darüber reden, obwohl sie nie welchen hatten. Ja, und auf wen ist es jetzt bezogen? Das war wieder auf mich bezogen, nehme ich an. Wenn du das, wenn du das so sehen möchtest, Rainerle? Doch, welchen hast du auch gesagt? Ja. Ach, schön. Schön, diese kleinen Nadelstiche. Der Nachtclub lohnt sich halt echt gar nicht, ey. Der Nachtclub? Der Nachtclub ist echt daneben, ey. Man ist nur damit beschäftigt, das Zeug zu machen, rumzurennen, aber es bringt einem nicht wirklich was. Kein interessiert dein Spiel, Rainer. Wirklich niemanden. Ja, perfekt, dass ich den gestern gekauft habe. Wenn du dir was kaufen willst, was effektiv ist, hol dir die Firma. Das Office da, also das Büro. Ja. Ja, das habe ich auch.
Aber da habe ich noch nicht so viel gemacht. So stehst du, wo man Sachen ins Lager einlagert und dann verkauft, oder? Ja, genau. Ja, das habe ich auch, ja. Das ist mit am lukrativsten. Füll das ganze Lagerhaus auf, verkauf das Lagerhaus, wenn es voll ist. Oh, je nachdem, was du für ein Lagerhaus hast, kommst du mit 200.000, 300.000 raus. Oh, okay. So was noch lukrativer ist, ist der Bunker. Den habe ich... Weiß ich gar nicht, ob ich den habe. Müssen wir nachgucken. Okay, ich revidiere meine Meinung. Es gibt tatsächlich einen Bewirten, den das interessiert. Lukrativste, was du kriegst. Okay. Da kannst du, wenn du den mal komplett aufgefüllt hast und da kaufst und nicht die... Kannst du Ressourcen entweder sammeln oder kaufen. Mhm. Wenn du sie kaufst, ist es am sinnvollsten, weil die kosten zwar 75.000, aber diese 75.000 lohnen sich, weil du mit einer 75.000er Lieferung bekommst du locker 150.000, 200.000 raus. Dann ist das Lager noch nicht einmal voll. Du kannst zwei oder dreimal das auffüllen und dann kommst du mit 500.000, 600.000 raus. Das Problem ist nur daran, du brauchst mindestens drei oder vier Leute, die dir helfen beim Ausliefern. Das, aber du kommst da auf jeden Fall gut weg mit dem Zeug. Langweilig, reiner langweilig. Wenn du das Lagerhaus komplett auffüllst, in meinem Fall, ich hatte auch zwei Lieferwagen, die ich ausliefern musste. Lieferwägen. LKWs. Das ist auch ziemlich ordentlich. Wenn du allerdings einen Motorradclub hast, mit zwei Unternehmen vom Motorradclub dazu, eine eigene Firma, dazu einen Bunker, dazu den Nachtclub, dann kommst du eigentlich echt gut über die Runden, weil dann machst du erst den Nachtclub, dann gehst du zum Bunker, dann machst du die zwei Firmen vom Motorradclub, dann kannst du wieder zurück zum Nachtclub gehen. Ja, das haben wir gestern nachgedacht, also es kommt schon was zusammen, wenn man mehrere Firmen einmal hat, dann ist es relativ easy, sage ich mal, wieder Geld einzuspielen. Ich habe 2000, ich hatte vorhin etwa 2.000, 2.500. Jetzt habe ich über, also 200.000, 252.000 ungefähr. Toll. Hatte ich. Ja. Und jetzt bin ich auf 685.000, habe aber zwischendurch schon wieder ungefähr 40.000 ausgegeben. Mhm. Ja, das... Und habe aber nur drei Quests gemacht, wo ich das Zeug verliefert habe. Mhm. Ja, das Problem ist wirklich der Anfang einfach. Wenn man gar nichts hat, dann ist es sehr träge. Also sehr, sehr träge, hier wirklich Geld zu machen. Ja. Geht doch in einen eigenen Channel. Am schlausten ist, wenn du die erste Quest machst von der Crew-Mission. Oh, geht das jetzt noch 8 Minuten so? Eventuell auch dann einfach mit irgendeinem Random. Auf jeden Fall, dass du die erste Quest abgeschlossen hast. Dann kannst du dir den Kurama holen umsonst. Den Karin Kurama gepanzert. Und wenn du den hast, dann kannst du eigentlich anfangen, als nächstes Kohle ins Unternehmen zu stecken, dass du eigenes Unternehmen hast und CEO bist. Hm. Dann solltest du nebenher VIP-Missionen, immer wenn es dir kannst, so alle 5 Minuten kannst du es machen. Stadtrundfahrt, da kriegst du 25.000 pro Stadtrundfahrt mit drei Sachen, die du einsammeln musst. Okay. Mit so einem kleinen Hacker-Tool. Dafür Hacker-Tool? Musst du aber CEO sein, das funktioniert über das M-Menü. Ach so. Dann solltest du dich um den Bunker kümmern, weil damit spielst du am meisten ein am Anfang. Ja. Wenn du die 75.000 nicht liefern lassen kannst, dann sammelst du die Ressourcen halt, indem du selber fährst. Mit dem Kurama kannst du ja alles machen. Ja, der ist echt praktisch. Die Einsammelquests kannst du mit deinem eigenen Auto machen, dann nimmst du einfach die Kurama, bist komplett gepanzert und die Leute rennen nur selten mit dem Raketenwerfer rum, die normalen Leute. Wenn du dann auch noch in einer Solo-Lobby bist, hast du eigentlich absolut keinen Stress und keine Probleme. Da kommst du eigentlich super zurecht und zur Rande. Ich hatte gestern zwei Leute, die haben, was war das? Das war so eine Art, keine Ahnung, Jetpack, mit dem du da rumfliegst und dann mit dem Raketenwerfer, tsching, 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 tsching. Ja, das Fliegen der Motorrad. Das Problem ist nur beim fliegenden Motorrad, ich habe den Namen vergessen, das Ding kostet fast 4 Mille. Mhm. Ich habe es gesehen, ich wollte mal kaufen, aber... das hätte ich jetzt dann auch angesprochen. Also, aber wenn du dein CEO-Unternehmen hast und deinen Bunker hast, würde ich als nächstes erst einmal in die mobile Station Geld investieren.
Weil wenn du die nämlich hast, ich glaube, die war es, dann kannst du dir das nämlich billiger kaufen, das Ding. Ich hab's gesehen, es gibt so ein, ich glaube für 2 Millionen oder 2,5 Millionen kriegst du es dann. 1,4. Endlich ist es das Thema, was Rainer schon immer haben wollte. Er hat es geschafft, dass irgendjemand ihn auf dieses Spiel angesprochen hat. Und jetzt kann er endlich darüber quasseln. Meine Güte, bitte. Kann da nicht noch irgendwas passieren jetzt in den letzten 5 Minuten? Ja, du kriegst den, die mobile Station kriegst für 1,4. Ah ja, okay. Und das Teil kostet dann etwa 2,3 oder so, oder 2,8. Mhm. Ja, okay. Also, das ist dann ungefähr 1 Million billiger halt. Aber das Ding geht ab, hä? Du hast keine Chance gehabt. Ja, das ist schnell. Das ist echt vor allem, so schnell und dann... Vor allem, weil du fliegen kannst, oder? Vor allem, weil du fliegen kannst, du bist innerhalb von 2 Sekunden über die ganze Map geflogen, gefühlt. Mhm. Also, echt Hammer. Ja, es ist schon echt hart. Ja. Ja, jetzt muss man das nächste kaufen. Was du auch machen kannst, wenn du fliegen willst, es gibt den DeLorean aus Zurück in die Zukunft. Oh, den gibt es jetzt auch, okay. Ja, die gibt's schon lange. Also ich habe ja einiges. Also ich habe damals echt viel gekauft. Ich habe ja einen Haufen Hubschrauber, ich habe diese ganzen, die Hydras habe ich. Back to the Future heißt das Fahrzeug sogar, glaube ich. Okay. Mhm. Aber das ist cool. Wie kostet das? Weißt du das? Keine Ahnung, es kostet aber auch irgendwas mit 1,2 oder so. Also kostet schon ein bisschen was. Kann es auch schießen? Nee, aber du kannst natürlich wie aus einem normalen Auto rausballern, ne? Und es hat aber keine Panzerung oder so, aber wenn du in der Luft bist, da steht das natürlich eben normal für eh nicht. Ja, das ist gut. Ah, okay, der ist noch nicht weiter fortgeschritten. Ach so, jetzt habe ich hier die Forschung an. Ja. Ach so, ich habe übrigens vorhin, habe ich vergessen, ich habe vorhin schon wieder 4 Mille ausgegeben. 400.000 ausgegeben. Wollte gerade sagen. Deswegen habe ich jetzt auch so wenig. Kommt mir jetzt gerade, wo ich im Bunker bin. Drache, hast du eigentlich mal überlegt, in die Kindererziehung zu gehen? Ach, danke fürs Thema. Ja, das war in der Jugend mal. Habe ich das mal überlegt. Ach, du meine Güte, Rainer in der Kindererziehung. Gott verdammt, nein. Ja, das wäre cool, weil da könntest du die ganzen moralischen Ansätze ja auch anwenden. Mhm. Reiners moralische Ansätze, ja. Ich bin Pazifist und gegen Gewalt, aber sofern ihr euch nur verteidigt, dann ist alles okay. Motorradführerschein. Jo. Mhm. Wie viel bezahlt man da so ungefähr, den zu machen? Kommt ein bisschen darauf an, wie viele Fahrstunden du brauchst. Das ist der größte Faktor, aber ich glaube, ich habe damals so um die 1.100 Euro, 1.200 Euro bezahlt. Na, das geht ja noch. So, jetzt habe ich wieder über 500.000 rausgehauen. Du musst dann mal schauen, ob du die Ausrüstung dazu bekommst. Manche Motorrad- oder manche Fahrschulen setzen voraus, dass du dein eigenes Equipment mitbringst. Also eigene Jacke, eigene Hose und so weiter. Ach lol. Hat jetzt wegen Corona und so, wenn du da einen Helm oder sowas von jemand anderem anhast oder so, ist ja auch nicht besonders hygienisch. Und ich hätte auch keinen Bock, da in dem Schweiß von jemand anderem zu... Rainer will unbedingt wieder zurück zu dem Spielthema, ne? Zu sitzen. So funktioniert es. Im Bunker kannst du Forschung und Ding bearbeiten. Produktion, also Waren und Forschung. Und bei der Forschung kannst du dir sogar Sachen freischalten lassen. Was ich jetzt zum Beispiel freigeschalten kriege, ich kriege einen Geschützturm freigeschalten. Toll. Als nächstes in der Forschung. Da bin ich auch noch nicht so bewandert mit dem Bunker. Aber ich habe jetzt quasi Personalverwaltung für beides, für die Produktion und für die Forschung. Das kostet mich jetzt zwar mehr Kohle, weil ich mehr Vorräte stehen oder kaufen muss, auf lange Sicht, und weniger einnehme, weil ja beide Sachen aktiv sind. Aber ich habe jetzt über 500.000 nochmal ausgegeben für fürs letzte Personal. Also ich habe jetzt den Bunker voll abgegradet quasi. Das ist doch toll. Nochmal zum Motorradführerschein. Wahrscheinlich ist es auch gerade gar nicht erlaubt, irgendwie, dass du einen fremden Helm nimmst oder nur unter irgendwelchen ganz krassen Hygieneauflagen. Ich würde mir das Zeug aber sowieso gleich selbst kaufen, dann hat man's. Die Hygieneauflagen, ey. Kann den doch desinfizieren. Ja, ich habe davon gar keinen Plan. Ich hätte aber richtig Bock, mal den zu machen. Ja, allerdings wäre dann die nächste Hürde, sich ein Motorrad zu kaufen. Die sind ja auch nicht besonders günstig wahrscheinlich, ne? Also wenn du da was Gutes haben willst. Kommt das Motorrad an.
ja, da gibt es auch gute Gebrauchte, aber es kommt wirklich aufs Modell drauf an. Wenn du jetzt irgendwie eine Harley Street Glide haben möchtest, dann bezahlst du natürlich 25.000. Kommt ein bisschen, ja, tatsächlich drauf an, was du willst. Achso, es sind welche hier oben im Warteraum. Ich hab doch so eine alte BMW oder sowas. Weiß nicht, ob zu dir in den Raum wollen. Moment, ich schau gleich. Achso, ja, du bist noch, arbeiten, ne? Soll ich kurz hochgehen und Bescheid geben, dass keiner oben ist? Nee, alles gut. Ich glaube, die quatschen da. Ich gehe mal kurz hoch. Passt schon. Die BMW sind natürlich mega geil mit den Boxster-Motoren. Aber auch recht teuer noch, auch gebraucht. Gleich geschafft. Ja, das Problem ist halt auch, wenn du dich wirklich überhaupt nicht auskennst mit Motorrädern, dann gutes Gebrauchtes zu finden, kann natürlich tatsächlich ein bisschen knifflig sein. Also, weiß nicht, ob du irgendwie einen Kumpel hast, der sich da, der da Ahnung hat. Der Drache ist hochgegangen. Hm. Schade. Oh mein Gott. Gut. Er kommt bestimmt wieder. Schade. Das war's. Das war's. Discord League 18.08.2020. Reinerle hat nur mit einem Ohr zugehört und hat sein Spiel gespielt. Fand die Themen alle schrecklich. Eigentlich, ja, nichts Neues erfahren. Doch, er hat hier den Kinski-Hater natürlich blutig geschlagen. Ne, wusste ich noch gar nicht, aber okay. Wenn er das so sieht. Ja. Ihr Lieben, 2 Stunden 40 Minuten. Ja. Wir schauen mal weiter dann irgendwann. Ne? Vielleicht machen wir dann chronologisch weiter. Der nächste ist tatsächlich wieder am 19.08. ein Discord-Leak vom Demon. Schauen wir mal ganz kurz. Wie heißt der? Oh, Hater sind schuld an den Stromschulden, Medienlord. Interessant, hätte ich gesagt. Schon langweilig wäre. Ups, interessant. Geht tatsächlich auch wieder eine Stunde, 44 Minuten. Eieiei. Ja. Also. Das soll es erstmal wieder gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja. Bis zum nächsten Mal. Battle of.